13. Ausgabe der Reihe und ich freue mich, dass wir dafür drei auswärtige Gäste gleich haben, nämlich Harald Wolf aus Gießen, Carina Burg aus Hamburg und Thorsten Reitler aus Leipzig. Herzlich willkommen. Thorsten, du bist Musiker und Mitarbeiter in der Mauritz-Bastei Leipzig. Carina, du bist Politikwissenschaftlerin, Redakteurin bei Analyse und Kritik. Die Neue Rechte ist dein Spezialthema. Und Harald Wolf ist hier als Chefdramaturg des Gießener Stadttheaters, aber vor allem auch als Vorsitzender der Dramaturgischen Gesellschaft. Ja, wir sind nicht Open Air wie eigentlich geplant, dafür On Air. Das hat Jens gerade gesagt, also Radio Wieser TV überträgt live. Wir wollen drei Fragen klären zusammen. Die erste Frage ist, was ist überhaupt los? Welche Angriffe von rechts gibt es auf die Kultureinrichtungen? Auf welchen Ebenen finden die statt? Es ist sehr divers. Welche Akteure sind aktiv? Wie entwickelt sich das Ganze? Die zweite Frage ist, warum hat die rechte Kultur als Kampffeld entdeckt? Was ist der ideologische Kontext? Was sind die programmatischen Ziele? Und drittens geht es natürlich darum, was für Gegenstrategien entwickeln wir aus diesen Erfahrungen heraus? Und Nummer vier ist dann die gemeinsame mit euch zusammen Diskussion über die Ergebnisse. Thorsten, du bist am weitesten angereist. Ich habe schon gesagt, du bist auch Musiker. Deine Band heißt praktischerweise so wie du, Reitler. Und sie schreibt auf ihrer Homepage deine Band, Reitler sind klassische Leipziger Schule, also eine Anspielung auf mir auch, auf die Malerschule. Dann geht es weiter, keine abstrakte Kunst, sondern Bilder direkt aus der Realität. Hier spiegelt sich der wunderlich real existierende Alltag in East Germany. Das ist jetzt eine Vorlage. Wie ist dein Alltag in Bezug auf die Frage Angriffe von rechts auf die Kultur? Ein schöner Einstieg. Vielen Dank dafür erstmal. Schön, dass ich hier sein kann. Das erste Mal im Schlachthof seit langer Zeit. Und der Alltag in Leipzig ist, was eben den Umgang mit der rechten Angriffen auf Kultur angeht, ja, sehr vielschichtig, und der hat sich eben über die Jahrzehnte auch deutlich gewandelt. Ich habe, um das vielleicht mal ein bisschen zu umreißen, wo ich herkomme, ich bin ja nicht nur Musiker, sondern ich arbeite in der Moritz-Bastei in Leipzig. Das ist eines der bekanntesten Kulturzentren in der alten Stadtbefestigung untergebracht, existiert fast so lange wie der Schlachthof, knapp 40 Jahre. Und ist wirklich eine Institution, ca. 250.000 Besucherinnen im Jahr, knapp 500 Veranstaltungen. Also wirklich sehr bekannt in Leipzig und auch als, sage ich jetzt mal, gesellschaftlich von allen Seiten akzeptierter Ort. Wir haben Veranstaltungen von sehr vielen auch politischen Parteien, die bei uns Informationsveranstaltungen, und das reicht von der FDP bis zur der Linken, also das ist wirklich, so gibt es keinerlei Berührungsängste. Es ist ein Ort, wo von Kindern bis 80-Jährigen, der genutzt wird und der auch wirklich sehr beliebt ist in der Stadt. Wie hat sich das entwickelt? Nach der Wende gab es eine Zeit, wo rechte Angriffe auch in Leipzig wirklich zum Alltag gehört haben. Ich selber, wir haben eine Weile im Stadtteil Konnewitz gewohnt. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, der so ein bisschen als ja, der linksradikale Hotspot Sachsens so ein bisschen in der Presse ist. Ich habe selber auch als Musiker in den 90er Jahren persönlich erlebt, wie Konzerte, die ich gespielt habe, von Rechten überfallen worden sind, mit Körperverletzungen, mit Waffengebrauch. Also klassische ja, Überfallsszenarien. Und das war in Leipzig bis Mitte der 90er Jahre tatsächlich eine reale Gefahr, wenn man Veranstaltungen gemacht hat, dass gerade in kleineren, nicht so offiziellen Räumen ja, Skinheads, Schlägertrupps, Hooligans angerückt sind, um diese Veranstaltung zu stören und auch die Gäste tja, körperlich anzugreifen. Das hat sich in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, in den letzten 15 Jahren zum Glück sehr beruhigt. Es gab vor 2 Jahren einen Marsch durch Konnewitz von Rechten, organisiert von Fußballfans, von Hooligans, wo aus Thüringen bis nach Brandenburg, aus ganz Sachsen, rechtsgerichtete Fußballfans hauptsächlich durch Konnewitz marschiert sind und auch da Kneipen und Läden zerstört haben. Zum Glück wurden da keine Menschen verletzt. Das war wirklich, ja, nochmal so ein Schreckmoment, der sehr an die 90er Jahre erinnert hat, aber das muss man sagen, ist wirklich mittlerweile die Ausnahme. Und das, was sich sozusagen, was
heute passiert, ist ein bisschen auf einer anderen Ebene. Also das ist nicht so diese Angriffe, dass Leute kommen und die Veranstaltung versuchen zu sprengen, sondern es läuft diffiziler als noch vor 10 Jahren. Es hat sich gewandelt. Leipzig ist ein kleines Biotop in Sachsen. Wer ein bisschen die politische Situation kennt, knapp 25% AfD bei den letzten Wahlen, sowohl Landtag als auch Bundestag. Sachsen ist im Prinzip schwarz. Und je näher man was die CDU betrifft, jetzt mal schwarz und wird immer blauer, AfD, je näher man zur polnischen und zur tschechischen Grenze kommt. Die Lausitz, das Erzgebirge, die Sächsische Schweiz sind fest in AfD-Hand. Nicht einmal der Ministerpräsident konnte seinen Wahlkreis gewinnen. Auch der wurde eben vom AfD-Direktkandidaten sozusagen abgeluchst. Also eine schwierige Situation. Leipzig ist die einzige Stadt in Sachsen, wo es zwei Flecken gibt, zwei Wahlkreise, einen linken sozusagen. Konnewitz hat eine linke Direktkandidatin und es gibt jetzt mittlerweile seit der letzten Wahl auch einen grünen Wahlkreis, also der von den Grünen gewonnen wurde. Ansonsten ist Sachsen durch und durch ein konservativer, sehr konservative Hand. Wie macht sich das auf die Kultur bemerkbar? Das macht sich so, dazu wollte ich gerade kommen, das macht sich so bemerkbar, dass Präsenz gezeigt wird und dass versucht wird, Einfluss zu nehmen und Dinge einzufordern, für Platz einzufordern für eigene Positionen. Es ist also so, dass versucht wird, bei Veranstaltungen zum Beispiel durch Bekleidungscodes oder Tattoos zu zeigen, welche Gesinnung man hat und dann sozusagen ein mulmiges Gefühl zu erzeugen. Es ist nicht unbedingt so, dass man sich bemerkbar macht. Man will einfach sagen, dass man präsent ist. Die schwierigsten Fälle sind Veranstaltungen, die wir nicht selber organisieren. Es gibt oft auch Sachen, wo Leute, Veranstalter zu uns kommen und zu nicht öffentlichen Veranstaltungen durchführen. Und vor einem Jahr hatten wir den Fall, dass wir nach so einer öffentlichen Veranstaltung zum Beispiel ein Facebook-Post von einem Herrn Pockenburg aus Magdeburg, damals noch AfD-Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt, lasen. Vielen Dank für die Einladung in die Moritz-Bastei. Es war ein sehr schöner Abend. Und so in der Form wurde sich bedankt mit einem schönen Foto aus unserem Haus, wo wir natürlich erstmal, als wir den lasen, total aufgeschreckt waren, weil das ist sozusagen gehört nicht zu unserem Haus, das ist überhaupt nichts, was unsere Hauspolitik ist. Und wenn solche Sachen in der Öffentlichkeit auftreten, stellt sich natürlich Fragen, wie kommt das, dass der AfD-Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt wirklich auch diesen Flügel oder den nahezu faschistischen Teil der AfD angehört, in der Moritz-Bastei auftaucht. Das ist ein extremes Beispiel, aber das kommt immer wieder vor, dass Rechte versuchen, sich in Veranstaltungen einfach durch Anwesenheit den Raum in Anspruch und Beschlag zu nehmen und Fragen aufzuwerfen und sich vor allen Dingen diese Aufbaurolle zu bringen und zu sagen, warum dürfen wir nicht hier sein? Wir sind eine demokratische Partei, die Grünen dürfen doch auch, die Linken dürfen doch auch. Und in Sachsen gibt es nur ganz kurz dazu noch, gibt es eben dieses Extremismus-Diskussion, wo Linksextremismus und Rechtsextremismus gleichgesetzt werden. Und das findet sich dann sozusagen oft als Vorwurf, wo gesagt wird, ihr lasst die Linksextremen, die Linken in dem Falle, bei euch ins Haus, warum lasst ihr uns nicht ins Haus? Und dieser Diskussion muss man sich eben tatsächlich stellen. Ich will jetzt erstmal nur ein bisschen abkürzen, später vielleicht mal noch auf Sachen eingehen, die zum Beispiel im Stadtrat von Leipzig passieren und auch in der öffentlichen Diskussion im Wahlkampf zur Kommunalwahl zum Beispiel sich abgespielt haben. Das sind so Beispiele, die sich ganz direkt auf die Kulturpolitik dann beziehen und wo dann eben versucht wird, Kulturzentren zu schädigen, zu diskreditieren, Fördermittel zu kürzen und dadurch eben sozusagen, also vor allen Dingen dadurch, dass man versucht, die in eine linksextreme Ecke zu bringen und zu sagen, dann zu sagen, Linksextremismus ist gleich Rechtsextremismus, ist gleich gefährlich, darf keine Fördermittel bekommen und auf diese Art und Weise eben kulturelle Veranstaltungen oder kulturelle Veranstalter und Veranstaltungshäuser zu diskreditieren und zu schädigen.
Harald, lass uns mal weitermachen mit einem Zitat von Marc Jongen. Dr. Marc Jongen hat bei Sloterdijk promoviert, ist kulturpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Er hat gesagt, Zitat, es wird mir eine Ehre und Freude sein, dieses Amt des kulturpolitischen Sprechers auszuüben und die Entziffung des Kulturbetriebes in Angriff zu nehmen. Wie erfolgreich ist dieses Vorhaben von Herrn Jongen aus deiner Sicht bisher? Über den Erfolg von Herrn Jongen mache ich mir nicht so viel Gedanken, aber die Formulierung finde ich sehr, 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 sehr schlimm. Ganz klar, wer bei der deutschen Geschichte im Zusammenhang mit Menschen von Säuberung spricht, der wird töten. Das muss man einfach mal so klar sagen. Max, es gab ja vor 2, 3 Jahren irgendwie diese großen Debatten, man müsse mit den Rechten reden. Max Scholleck hat gesagt, das mache ich sehr gerne, sobald sie bereit sind, öffentlich zu sagen, dass sie mich schießen wollen. Ab dem Moment, wo sie das zugeben, können wir das machen. Sicherlich nicht Herr Jongen ganz persönlich, aber die Metaphernwelt, die da aufgerufen wird und die historischen Reminiszenzen, die haben Konsequenzen. Er hat das 2017 gesagt. Herr Gauland hat von Entsorgung gesprochen, von Menschenentsorgung, und wir haben politische Morde, und da gibt es einen Zusammenhang. Es ist in der Geschichte der Bundesrepublik immer so, dass wenn rechtsextreme Kampagnen im politischen Raum formuliert worden sind, sind immer Attentate die Folge gewesen. Wir werden vielleicht darüber gleich noch ein bisschen mehr hören. Und ich kann nur sagen, ich will das nicht. Ich will eine freie und offene Gesellschaft, und ich will mich mit Leuten auseinandersetzen. Aber solche Formulierungen legen sehr, sehr offen, was das Ziel ist. Herr Gauland hat ja mal, die sagen es ja sehr offen, Herr Gauland hat mal gesagt in einer Rede, er wünscht sich, dass das Land wieder so wird, wie wir, wer immer dieses Wir ist, es von unseren Eltern geerbt haben. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, nachzugucken, wann der Vater von Herrn Gauland gestorben ist. Und wenn man das guckt, in welchem Zustand Deutschland in der Zeit war, dann sieht man ein Land in Trümmern. Also der formuliert sehr öffentlich, er will das Land zerlegen und weiter eigentlich gar nichts. Da wünsche ich nicht so viel Erfolg bei. Ja, das sind die Absichtserklärungen, den Kulturbetrieb entsiffen. Also die versiffte Kultur ist das neue Wort für, was man früher Entartung genannt hat. Die Frage ist tatsächlich, wie erfolgreich sind Sie damit? Würdest du da differenzieren zwischen Osten und Westen? Also das Podium ist hier so zusammengesetzt, eben extra mit Menschen aus verschiedenen Himmelsrichtungen, damit wir nicht so tun, als ob das jetzt ein Ostproblem primär sei, der Druck auf die Kultur. Gleichwohl gibt es natürlich viele Beispiele aus Altenburg, Gera zum Beispiel, wurde auch mal von Köpenick mit einem Schauspieler auf Color aus Burkina Faso besetzt, war mit Oel Gutene, der dann die Rolle, wo zum Boykott des Theaters aufgerufen würde, weil ein schwarzer Hauptmann von Köpenick, das ging ja nicht und so weiter, und der hat die Stadt verlassen mittlerweile, zusammen mit Ensemble-Kollegen griechischer, türkischer Herkunft, die auch ständig Anfeindungen ausgesetzt waren. Es gibt Beispiele aus Freiberg vom Theater, wo das Theater gezwungen wurde, eine Veranstaltung über rechts abzusagen, wo das Theater auch gezwungen wurde, einen Link zu löschen auf der Theater-Homepage, der auf die Erklärung der vielen, dieser großen Kulturerklärung, verwiesen hat. Also da gibt es ja auch reale Erfolge. Wie würdest du das Verhältnis einschätzen zwischen großer Propaganda, die gemacht wird von rechts, und deren tatsächlichen Landgewinn, um es mal so zu nennen? Tatsächlichen was? Der tatsächliche Geländegewinn, den sie erreichen. Ist das schon sehr real, oder ist das erstmal nur die Drohkulisse? Also ich muss einmal sagen, ich habe wahnsinnige Schwierigkeiten, euch überhaupt zu verstehen, wenn es irgendwie einen Monitor gäbe, der irgendwie in diese Richtung, weil ich kann tatsächlich mich irre konzentrieren. Es halt sehr. es gibt ja so verschiedene Mittel. Es gibt Strafanzeigen, es gibt Hetzkampagnen, es gibt, wenn wir so Ost-West reden, in Kassel diese unsägliche Debatte über diesen Obelisken, der ein Bibelzitat in 4 Sprachen verwendet hat. Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt, und die AfD, die dagegen vorgegangen ist und Strafanzeigen zeigen wegen Veruntreuung von öffentlichen Geldern gestellt hat. Dann gibt es die Nummer mit dem Friedrichstadtpalast in Berlin. Es gibt die Störung der Veranstaltung im Deutschen Theater in Berlin. Das kann man zwar auch unter Ostabrufung, aber ich finde, das greift zu kurz.
Die, soweit ich das wahrnehme, ist es aber tatsächlich so, dass im Westen oder in einigen Theatern, wo dann Kulturpolitiker von der AfD auftauchen, also sich mal erkundigen, wie das vor Ort so abgeht, die Geschichten, die da man hört, die sind nicht so bedrohlich wie das, was ich aus dem Osten höre. Da ist es oft noch eher so, ich verallgemeinere, aber wenn ich mich so erinnere an Erzählungen, dann sind es nicht immer die allerdifferenziertesten, argumentativ bewandertsten Gegenüber, die, mit denen man es da zu tun hat. Das muss aber nicht so bleiben. Und das eigentliche Problem ist ja, dass überhaupt diese Gremien besetzt werden und dass darüber ein Druck und eine Einflussnahme und am Ende auch dass die Vergabe von Geldern passiert und der Diskursraum besetzt wird. Also wer bestimmt denn, über was wir überhaupt reden? Und da ist es eigentlich völlig egal, ob es in Dessau eine Diskussion gibt, ob ein Konzert stattfinden kann oder zur Wahrung des öffentlichen Friedens nicht stattfinden sollte oder ob das in Gießen wäre. Das hat denselben diskursiven Wirkung im öffentlichen Raum. Thorsten hat ja schon angesprochen, die parlamentarische Bühne, die von der Rechten zu ihm genutzt wird, um Kürzungsforderungen zu erheben, auch um Anfragen zu erstellen. Denn die gibt es ja genauso im Westen, in Baden-Württemberg zum Beispiel, ist die AfD da sehr aktiv und fragt zum Beispiel, welche Ensembles haben denn welche Ausländeranteile und so weiter. Ist das aus deiner Sicht eine so eine Welle, weil die AfD arbeitet ja parlamentarisch oft so, dass es so eine Musteranfrage gibt, die durch alle Bundesländer weitergereicht wird, eben um sich nicht viel Arbeit zu machen, wird dann die Bundesländer selber Anfrage gestellt. Also war es einmal so eine Welle, dass diese Zusammensetzung der Ensembles kritisch in Anführungszeichen befragt wurden und jetzt fällt dir nicht mehr viel ein? Oder ist das sozusagen eine stetige Zunahme auch von Druck auf parlamentarischer Ebene in Ost und West auf Kultureinrichtungen? Ich kann das nicht quantifizieren, aber ich glaube keine Sekunde, dass das vorbei ist. Ich glaube, dass das im Moment etwas gut. Wir erleben ja im Moment, und das ist toll, wir erleben im Moment gerade, wie gut es ist, wenn man Menschen in der Ordnung, das ist ja großartig, Dankeschön. Wenn Menschen in der Regierung sind, die wissen, was sie tun und nicht nur Sprüche klopfen. Also wir haben ja, also sagen wir mal, eine... Wir erleben große Unterschiede in den Ländern, die von rechten Spinnern regiert werden, wie Donald Trump oder Brasilien. Und wir sehen, was für Katastrophen das ist, wenn die tatsächlich als verantwortliche Regierungshandelnde gefordert wären. Und wir erleben gleichzeitig eine Regierung hier, die das, das kann man unterschiedlich bewerten, aber insgesamt, das funktioniert ja. Und die reine Wertschätzung dessen, dass ein Politikbetrieb funktioniert, die wird, glaube ich, gerade wieder größer. Das ist gut. Ich glaube, dass das Schweigen der AfD im Moment auch damit zu tun hat, dass die, sagen wir mal, bescheuert wären, wenn sie jetzt vortreten würden für den Moment. Gleichzeitig gibt es natürlich die Menschen, die sich Corona-Rebellen nennen, das in sich ein völlig absurder Begriff ist. Aber da gibt es natürlich eine Gemengelage, das kann gefährlich werden, was da rauskommt. Und da werden wir sicherlich Aktivitäten erleben, auch wäre meine Vermutung. Ich will noch mal auf ein Beispiel aus Leipzig kommen, Carina. Im Sommer 2015 hat der Schauspiel Leipzig ein großes Transparent rausgehängt an die Fassade mit dem Goethe-Zitat: Das Land, das die Fremden nicht beschützt, geht bald unter. Das hat Wüstenprotest. Kannst du mich auch verstehen, oder? Das ist echt. Das ist ein bisschen, aber der Monitor hilft uns vielleicht gleich, wenn er angeschlossen ist. Also dieses Zitat am Schauspiel Leipzig, Goethe: Das Land, das die Fremden nicht beschützt, geht bald unter. Da die AfD in Leipzig wild protestiert und es gab einen ganz erhellenden Brief eines AfD-Stadtrates, der geschrieben hat, Zitat: Mit Kultur hat das sicher nichts zu tun, da weder ein Theaterstück damit untermalt werden sollte, noch Goethe überhaupt im Theater zum Besten gegeben wird. Noch wird Goethe überhaupt zum Besten gegeben, das ist jetzt das Stichwort Spielplankritik, die von der AfD auch gerne geübt wird, gesagt wird, es müssen mehr deutsche Autoren, Autorinnen gespielt werden, Autoren wahrscheinlich aus deren Sicht. Das ist doch spätestens hier eine historische Wiederholung, oder? Also die Forderung nach einer Nationalisierung des Spielplanes ist doch eine, die wir aus den 30er Jahren gut kennen. Also die, das soll übergang sein zu dem Thema, wie würdest du das einschätzen, was wir im Augenblick erleben, diesen rechten Kulturkampf, auf was für ideologischen Mustern baut er auf, was für historische Parallelen siehst du da?
Ja, vielen Dank. Genau, das ist halt, oh, jetzt höre ich mich auch selber, super. Du hast es gerade schon aufgerufen, dass sozusagen der Begriff, die Entzifferung des Kulturbetriebes sozusagen eigentlich eine der zentralen Leitlinien dieser Politik der AfD ist. Und ich glaube, das macht, es ist ganz interessant, sozusagen sich diese einzelnen Beispiele anzugucken, aber wir müssen, um da auch eine Gegenstrategie zu entwickeln, müssen wir auf die Suche nach den langen Linien gehen, sozusagen, nach den großen Narrativen, nach den großen Ideologien sozusagen, in die das einzuordnen ist, um zu erkennen, dass das einen Zusammenhang gibt, dass es sozusagen einer Strategie folgt. Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen überlegt, wie haben wir jetzt die AfD und diesen ganzen Kulturkampf sozusagen in den letzten Jahren kennengelernt, so, dann wissen wir, die AfD und diese neue Rechte, die glaubt sich in einem sogenannten totalitären, linksgrünen, versifften Multikulti-Staat sozusagen zu befinden. Das müssen wir uns jetzt mal einmal sozusagen vergegenwärtigen, was das eigentlich bedeutet. Wenn wir glauben und wenn wir der Überzeugung sind, wir sind sozusagen in einem totalitären Staat, dann ist das, was die sozusagen tun, Widerstand. Und sozusagen, sie greifen auf eine Art von Widerstandsrecht zurück, in dem erstmal ganz schön viele Mittel sozusagen recht sind. Dieser Widerstand richtet sich gegen ein vermeintliches Komplott der 68er-Bewegung, die sozusagen quasi, da kommt auch so ein antisemitischer Part in dieser ganzen Erzählung sozusagen drin vor, die quasi den großen Austausch forciert. Ja, sie sagt, also die Rechte sozusagen ist davon überzeugt, die 68er-Bewegung will sozusagen Multikulti, will darauf orientieren, dass Flüchtlingsströme sozusagen gezielt nach Europa kämen, um sozusagen Deutschland zu schwächen. Im Übrigen an die Frauen hier im Publikum, die haben auch was damit zu tun. Die Frauenbewegung sozusagen hat dazu geführt, dass es sowas wie Geburtenkontrolle gibt, dass es Abtreibung gibt, die Pille gibt sozusagen. Denen wirft eben die neue Rechte vor, dass sie sozusagen künstlich die Geburtenrate der biodeutschen Frauen gesenkt hätten. Und das lässt sich sozusagen alles irgendwie auf diese 68er sozusagen, die irgendwie im Hintergrund sozusagen das Böse steuern und irgendwie den Untergang sozusagen vorbereiten. Warum ist Multikulti sozusagen für die der Untergang? Die neue Rechte ist stark beeinflusst worden von einem rechten Denker, Alain de Benoist, der sozusagen in der Überlegung, wie können wir jetzt eigentlich nach sowas wie Nationalsozialismus, nach einer Stigmatisierung der Rechten sozusagen eigentlich weitermachen? Wie können wir eigentlich eine neue Rechte erschaffen, die auch anschlussfähig ist, die sozusagen auch so ein bisschen dieses alte Stigma hinten rüberlässt? Kommt er jetzt auf die Idee zu sagen, lasst uns nicht mehr den klassischen biologistischen Rassismus machen, sondern lasst uns sagen, wir nennen es Ethnopluralismus. Und sozusagen, es geht immer um diese, was heißt Ethnopluralismus? Also Ethnopluralismus heißt sozusagen, dass Kultur und Identität an Ethnie geknüpft wird. Ja, da muss man nicht groß um die Ecke denken, sozusagen, dass man das schnell chiffriert hat, was eigentlich dabei rauskommt, sozusagen die französische Kultur gehört den Franzosen, die italienische Kultur gehört den Italienern und die deutsche Kultur gehört den Deutschen. Und sozusagen das folgt so ein bisschen eben, und da kommen so die historischen Aspekte auch daher, ein bisschen dem, was Oswald Spengler schon gesagt hat, in der Untergang des Abendlandes. Ja, also die These, dass in dem Moment, in dem sich die Kulturen vermischen sozusagen, dann würden sie untergehen. Das heißt, wenn man sich das genau überlegt sozusagen, bedeutet Multikulti für die neue Rechte Apokalypse, Untergang, Endszenario, Endkampf sozusagen. Sie sind diejenigen, die im Widerstand sind. Und jetzt sozusagen, warum wird der Kulturbereich zentral angegriffen? Naja, sie sagen halt, sie haben sich sehr stark mit der 68er-Bewegung auseinandergesetzt, auch mit den neuen Linken auseinandergesetzt, sich mit Theorien und Praxen eben aus der 68er und aus der neuen Linken sozusagen mit beschäftigt und gucken sich jetzt an, was war eigentlich sozusagen in dem Instrumentenkoffer der 68er-Bewegung drin, die zum Erfolg geführt haben. Und da picken sie sich sozusagen ganz instrumentell ihre Sachen raus, mit denen sie was anfangen können. Und da kommt einer sozusagen auf die Bühne und der heißt Antonio Gramsci. Antonio Gramsci war ein italienischer Kommunist, der unter Mussolini ins Gefängnis gekommen ist. Und der hat da seine Gefängnishefte geschrieben.
Und in diesen Gefängnisheften sozusagen versucht er eigentlich die marxistische Theorie, die ja sehr ökonomisch sozusagen ist, weiterzuentwickeln zu einer Gesellschaftstheorie. Und Gramsci, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, Gramsci in a nutshell. Mach ihn nicht zu lang, den Exkurs. Bitte? Mach ihn nicht zu lang. Es ist in a nutshell. So, Gramsci sagt, eine moderne Gesellschaft sozusagen oder Herrschaft in einer modernen Gesellschaft funktioniert nur darüber, dass die immer wieder die Menschen überzeugt werden, dass sie im bestehenden System in der besten aller Welten leben. So, wer sind diejenigen, die sozusagen immer wieder diesen Konsens herstellen, immer wieder die Menschen davon überzeugen, dass das, wie es gerade ist, das Beste, die beste aller Welten ist? Das sind Schauspielerinnen, das sind Journalistinnen, das sind Lehrerinnen, das sind Beamtinnen etc. etc. sozusagen, die immer wieder diesen Konsens sozusagen herstellen. Und jetzt kommt sozusagen die neue Rechte und sagt, Moment, wenn das das Bestehende ist und diese Leute, die Kulturschaffenden, die Lehrerinnen, die Beamtinnen sozusagen, die sind, die immer wieder diesen Konsens dafür herstellen, dann sind das auch die Leute, die wir angreifen müssen. Die müssen wir in Unruhe bringen, die müssen wir stören, die müssen wir sozusagen dekonstruieren und gleichzeitig müssen wir unsere eigenen Leute in Stellung bringen, die Leute davon überzeugen, dass unser rechtes, unser faschistisches System, was wir anstreben, das Beste aller Welten ist. Und so kommen sozusagen dann eigene Multiplikatoren, eigene Verstärker sozusagen in diesen Kulturbetrieb hinein. Chris Aris ist sozusagen das beste Beispiel für wie sie das nennen, Metapolitik nennen sie diese Strategie, sozusagen für einen metapolitischen Coup. Er ist ein rechter Rapper, der deutsch-nationalistischen Rap macht und es tatsächlich geschafft hat, in die iTunes-Charts auf Platz 1 zu kommen. Und sozusagen, das ist wirklich zentral, sozusagen, dass wir das begreifen, dass es sozusagen auf der einen Seite um die Destabilisierung geht und den Angriff auf die Kultur sozusagen als Verstärker für das Bestehende und gleichzeitig das in Stellung bringen eigener Akteure, eigener Kulturproduzierenden sozusagen, um die Menschen davon zu überzeugen, dass diese rechte Weltanschauung die beste aller Welten ist und eine langsame Verschiebung, wie Sie sagen, wie Benoit selber sagt, von einem Wertesystem hin zu einem anderen sozusagen zu vollziehen. Und wenn wir das begreifen, dann verstehen wir auch die Dimension und die Gefährlichkeit dessen, was da gerade zugange ist. Also Kulturkampf, wie er genannt wird, ist kein Nebenschauplatz für die Rechte, sondern essentiell identitär im engsten Wort aus der Sicht. Dass sie sogenannte diesen großen Austausch genannt, wie er behauptet wird, die früher hieß es Umvolkung, die als zentrales Szenario, das die Rechte an die Wand wirft. Dieses Szenario hat auch jemand beschrieben, der Kulturhauptleiter in Radebeul geworden ist, das ist jetzt aber abgewählt worden, Jörg Bernig, der nennt das dann eine ethnische Modifizierung, das Volk soll durch eine Bevölkerung ersetzt werden und so weiter. Also der bedient dieses Narrativ auch und dieser Mann konnte gewählt von CDU und AfD Kulturhauptleiter in Radebeul werden, immerhin so ein Kulturstädtchen mit 34.000 Einwohnern, also jetzt kein Dorf und auch das Nizza des Sachsens wird es genannt. Das hat eine gewisse Bedeutung, nicht nur wegen Karl May. Thorsten, das soll die Überleitung sein, nochmal zu der Frage, wie du mit der Rüffel ausgestiegen bist aus deinem ersten Beitrag. Wie nutzt die AfD die reale oberste Macht in Gremien, in Parlamenten, in Rathäusern? Was nimmst du da wahr, wie dann dort schon auf wahrscheinlich eher kommunaler Ebene reale rechte Kulturpolitik versucht wird? Diese Macht wird auf alle Fälle versucht wahrzunehmen. Im Moment gibt es auch in Sachsen noch von allen Parteien die Aussage, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen, aber das Beispiel Radebeul ist ein gutes dafür, dass das auch bröckelt und dass das eben nicht in jedem Stadtrat, in jeder Kommune, in jeder Gemeinde auch durchgehalten wird. Ein anderes Beispiel dafür ist der Treibhaus e.V. in Döbeln. Döbeln ist eine Kleinstadt, 20.000, 30.000 Einwohnerinnen in der Nähe zwischen Leipzig und Chemnitz. Die haben dort einen kleinen Kulturverein, der sich wirklich viel Demokratiearbeit macht und auch antifaschistische Basisarbeit, gerade im ländlichen Raum ist das wirklich wichtig. Ja, und da wurde dann eben von Seiten der AfD genau das getan, was ich vorhin angedeutet habe. Es wurden Aufkleber, die dort am Tresen sind und bestimmte Programme, die gemacht wurden, ausgegriffen und es wurde gesagt, wir haben es hier mit Linksextremisten zu tun, die das staatliche Gewaltmonopol in Frage stellen und solche Leute sollen unsere Kinder erziehen, die kriegen auch noch öffentliche Fördermittel
das möchten wir nicht und es wurde beantragt, die Fördermittel zu streichen. Und das ist natürlich verheerend, gerade im ländlichen Raum, wenn solche auch etablierten Institutionen dann so gefährdet werden. Das ist auch wirklich ein zäher Kampf, der sich über fast ein halbes Jahr hinzog. Am Ende war es auch so, dass CDU und AfD dort die CDU sich nicht durchdringen konnte, da klare Positionen zu beziehen. Es wurden Fördermittel beantragt, um das mal zu illustrieren. 9.500 Euro wurden von Seiten der Stadt für den Verein gebilligt, um aber Fördermittel aus der Kulturraumförderung in Sachsen in Höhe von ca. 100.000 Euro zu bekommen, die dann wirklich die Sicherung dieser Einrichtung bedeutet hätten, hätten von der Stadt einfach 14.000 Euro kommen müssen. Und diese 14.000 Euro sind im Dübel nicht zustande gekommen, weil sich da die CDU nicht durchdringen konnte, diesen Bemühungen der AfD wirklich entschlossen entgegenzutreten. Es gab dann am Ende eine Petition, es wurde auf Landesebene dann doch entschieden, dem Treibhaus e.V. diese Landesfördermittel zuzugestehen. Also es ist in diesem Fall nochmal gut ausgegangen, aber das Szenario findet sich auch in Leipzig zum Beispiel. Ich hatte das ja vorhin angedeutet, Connewitz ist so ein Stadtteil, der gerade so ein bisschen, kann man sagen, stigmatisiert oder abgestempelt wird als linksradikaler Stadtteil in Leipzig. Das führt jetzt zu weit, das auseinanderzunehmen, aber auch dort gibt es so kulturelle Einrichtungen, wie zum Beispiel das Werk 2, ganz ähnlich wie der Schlachthof, ein ehemaliges Fabrikgelände, viele Werkstätten, viele Angebote von Kultur, Bildung, kultureller Bildung, Seminare, es gibt ein Frauenkulturzentrum auf dem Gelände, es gibt Konzerte dort, also wirklich ein klassisches soziokulturelles Zentrum. Die werden von Seiten der AfD in Leipzig seit auch im Kommunalwahlkampf als Hort der Linksradikalen in Konnewitz dargestellt. Und es stand wortwörtlich im Wahlkampfprogramm der AfD in Leipzig, dass dem Werk 2 die Fördermittel gestrichen werden sollen. Also sobald sie sozusagen in die Verantwortung kommen, sollte geprüft werden und Einrichtungen, die sich nicht hundertprozentig auf einem demokratischen Boden, wie es die AfD versteht, befinden, denen sollten die Fördermittel entzogen werden. Diese Macht haben sie im Moment noch nicht in Leipzig, aber es ist als Hintergrundrauschen immer da und das ist klar. In Leipzig hat die AfD 14,9% bekommen. Im Verhältnis die SPD, die den Bürgermeister, den Oberbürgermeister stellt, 12% in Leipzig. Die Machtverhältnisse sind also sehr fragil und es kommt immer wieder darauf an, da auch gerade eben bei der CDU die Leute zu mobilisieren und zu sagen, Leute, lasst euch nicht auf diese Spiele ein. Wir hatten jetzt gerade eine Diskussion, das führe ich noch ganz kurz als letztes Beispiel an, im Stadtrat, es ging gerade für Corona-Zeit um ein Stipendienprogramm für Künstlerinnen und Künstler. Das anschließend sollte ein Landesprogramm, wo Künstlerinnen und Künstler für 2 Monate oder für 3 Monate sogar eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro bekommen konnten, wenn sie selbstständig sind, keine anderen Einnahmen haben. Das ganze Programm sollte einen Umfang von 200.000 Euro haben. Also es ging wirklich für einen Haushalt, Leipzig ist glaube ich knapp 1 Milliarde, ging es nicht um viel Geld. Und um diese 200.000 Euro wurde vehement gestritten im Stadtrat. Da haben sich die CDU und auch die AfD vehement dagegen gestemmt, dieses Programm zustande kommen zu lassen, weil gesagt wurde, Künstlerinnen, Künstler, da gibt es ja keine Gegenleistung. Die kriegen jetzt Geld für uns für nichts. Und die Kulturbürgermeisterin, mit der ich hinterher gesprochen habe, die hat gesagt, sie war entsetzt. Die kommt von den Linken. Sie hat gesagt, sie hatte das Gefühl, sie ist in Leipzig um 20 Jahre zurückgeworfen in der Diskussion, was die Förderung von Kunst und Kultur angeht. Auch da ist es gut ausgegangen, die Stimmen haben gereicht, aber die Kulturbürgermeisterin meinte eben auch, normalerweise, wenn es solche strittigen Sachen gibt, enthält sich die CDU. In dem Fall hat sie dagegen gestimmt. Also es ist ein schmaler Grat und es kann jeden Moment eben auch kippen und dass dann eben solche Einrichtungen tatsächlich vor existenziellen Problemen stehen. Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört über schmale Grade, auch über die parlamentarische Ebene. Du hast sozusagen die direkten Störungen von Veranstaltungen mehr in den 90er Jahren verortet. Es findet ja auch aktuell statt, das Turbo Pascal das Beispiel genannt, deren Gala global von dem Deutschen Theater auch gestimmt wurde, wo die Identitären das sozusagen zu der eigenen Show geändert haben. Auch in Wien haben wir zum Beispiel im Audimax, der Universität oder sogar am Burgtheater Jelinek Produktionen mit Geflüchteten gecovert wurden. Also es gibt diese verschiedenen Ebenen und ich will es in der dritte aufmachen, Harald.
die dich, glaube ich, auch beschäftigt. Das ist sozusagen die bürgerliche Mitte, ja. Aus der heraus und in der auch solche nationalen Töne zu hören sind, in Konzertsälen, auf Festivals. Es gibt dieses Beispiel zum Beispiel aus der Kölner Philharmonie, wo dieses Stück von Steve Reich, also ein modernes, war eigentlich auch schon wieder klassisches Stück für zwei Klaviere, als unerträglich ausgebucht wurde. Und der Cembalist Mahan Isfahani, der sozusagen ein zur Weltspitze gehört, aufgefordert wurde, er soll doch gefälligst Deutsch reden mit dem Publikum. Also solche Töne kamen dann ein. Bostridge, führender Liedinterpret, wurde im Bregenzer Wald ermahnt, öffentlich, er soll doch bitte Deutsch besser lernen, wenn er hier schon auf einer deutschsprachigen Bühne auftritt. Also solche Töne wären ja nicht denkbar gewesen vor ein paar Jahren noch. Was erleben wir da? Ist das so ein Wutbürgertum, was sich da selber empowert? Kann man davon sprechen? Also das sind ja andere Akteure als die Identitären, die sozusagen die jungen Hipster der neuen Rechten sind. Das sind ja ältere, gutbürgerliche Leute, die auf einmal meinen, das muss doch irgendwie alles ein bisschen deutscher zugehen in der Kultur. Naja, diese Dinge sind ja nicht weg gewesen, die waren nur nicht öffentlich formulierbar. Also Rainer Koselleck ist das, es ist alles permanent da. Die Frage ist nur zu sagen, was bricht an der Oberfläche, was kann im öffentlichen Raum formuliert werden? Und da hat natürlich das Auftauchen und das Wählen der AfD diskursive Bahnen gebrochen, dass dann auf einmal in der Kölner Philharmonie eine 80-jährige Frau sagt, das ist doch keine deutsche Musik. Und das bei dem Namen Steve Reich, das sei doch ein deutscher Name. Also das ist der Vorwurf der entarteten Kunst, der da erhoben wird. Und diese Frau wird in den 60er Jahren gesagt haben, in den 70er Jahren gesagt haben, ich sehe es ja so und so, aber das darf man ja nicht mehr sagen. So, also diese Diskurse kenne ich aus meiner Kindheit, aus bestimmten Familienzusammenkünften, wo dann immer gesagt wurde, aber das darf man ja nicht mehr sagen. Und ich habe mich in den 70er Jahren immer gefragt, was soll denn das sein, was man da nicht sagen darf? Und ich habe sehr viel älter werden müssen, um das zu begreifen. Aber all diese Diskurse waren ja vorher vorhanden. Die waren nur nicht im öffentlichen Raum unsanktioniert vorhanden. Damals war die Rede immer von der veröffentlichten Meinung gegenüber der öffentlichen Meinung, also die angeblich schweigende Mehrheit, von der die AfD jetzt behauptet, dass sie ihre Stimme gibt. Also all diese Dinge sind die ganze Zeit da. Die Frage ist nur, was wird diskursmächtig und ebnet dann auch Handlungsbahnen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man das zu prominent und zu wirkungsvoll im öffentlichen Raum formuliert, da gibt es irgendwo Spinner, die losgehen und Leute erschießen, so, die dann in Vorgärten in Hessen umspringen und jemanden einfach erschießen. Und das ist eine direkte Folge. Und ja, ich glaube auch, es geht um die Köpfe der Mitte. Wir reden ja nachher noch ein bisschen um Strategien. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann, aber in Wirklichkeit mache ich mir nicht so viel Gedanken um die Menschen, die AfD wählen, sondern ich mache mir viel mehr Gedanken um die Menschen, die die CDU wählen. Und ich mache mir Gedanken um die Menschen, die in der CDU politische Ämter bekleiden. Wenn sowas passiert wie in Radebeul, dann stimmt da einfach Abgrenzung nicht mehr. Wenn sowas passiert wie in Thüringen im Landtag, dann stimmt da Abgrenzung nicht mehr. Und das ist das Tolle in der Demokratie, die Menschen, bei denen diese Abgrenzung nicht mehr stimmt, das sind unsere Vertreter und zu denen können wir hingehen und von denen können wir was verlangen. Und wenn wir das tun, dann können wir die auch bewegen. Da bin ich sehr fest überzeugt von. Die AfD hat ja vorgemacht, dass das geht. Das geht auch in die andere Richtung. Und ich glaube, wenn wir darüber Strategien reden, würde ich mich gerne darüber unterhalten, was da möglich ist. Das wäre schon eine breite Aufgabe. Und um das nochmal anzugehen, weil das vorhin so klang, als sei das so im Osten, nochmal das Beispiel vielleicht aus Paderborn, wo es eine Klage der AfD gegen ein Plakat gab, der dortigen Theaterschaffenden. Das sind Einschüchterungsversuche, ganz klare Einschüchterungsversuche. Erzählst du es kurz, was da beklagt wurde, was da mit dem Plakat auf sich hat? Oh Gott, ob ich das noch zusammenkriege. Da wurde eine Verbindungslinie gezogen von nationalsozialistischen Motiven und bestimmten AfD-Motiven, die in derselben Farbigkeit, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls fühlte die AfD sich beschmutzt und hat dann die Verwendung gerichtlich verbieten wollen, damit es sie natürlich gescheitert. Ja. Also juristische Mittel ist auch eine Methode des Kulturkampfes, die wir noch nicht erwähnt haben, die aber auch hier in Hamburg, in deiner Stadt, Carina, natürlich Amalie Deuvel hat, schon am eigenen Leib erfahren hat, wenn sie für ihre EKV-Wähler angezeigt wird, weil sie dann
das Flüchtlingsprojekt Aktionsraum für Geflüchtete, wenn, ich glaube, der Vorwurf war, sie würde dem Aufenthaltsbestimmungsrecht irgendwie unterlaufen, wenn sie da unseren Raum zur Verfügung stellt. Du sitzt ja hier so ein bisschen für die langen historischen Linien, deswegen die Frage, der Sommer 2015, der natürlich vieles aus Sicht mancher Leute sagbar gemacht hat, wie du es nennst, Harald, welche Rolle spielt er? Ist das sozusagen so ein Aufploppmoment, auf dem dann ganz viel anders war als vorher, oder wird das überschätzt? Also ich finde es ganz interessant, sozusagen dieses, was du gerade auch gesagt hast, dass diese Erzählung von, das durfte alles schon nicht mehr gesagt werden. Ich weiß nicht, in welchem Land diese Leute gelebt haben, die das behaupten. Also ich habe zumindest in einem Land gelebt, in dem in den letzten 10 Jahren über Kopftuchverbot, Burka-Verbot, Deutschland schafft sich ab, Thilo Sarrazin rauf und runter in jeder Talkshow, bei Anne Will, bei Markus Lanz, bei Hart aber fair, in allen möglichen sozusagen Medien ist das rauf und runter diskutiert worden. Deswegen frage ich mich, wo war denn eigentlich dieser Ort, an dem das alles nicht mehr sagbar war, sozusagen? Und das ist, also ich glaube, das Problem ist sozusagen, dass dieses Narrativ von, das ist alles nicht mehr sagbar, auch von ganz vielen Leuten sozusagen auch sozusagen aus der bürgerlichen Mitte aufgegriffen worden ist. Und ich habe jetzt in dieser Woche sozusagen eine Fortbildung gemacht. Und nachdem ich sozusagen über 60 Minuten ausgebreitet hatte, eigentlich was sozusagen das Problem mit dieser neuen Rechten war, ging es dann in die Diskussion und worüber diskutiert werden sollte, war, man muss noch mal über das Problem mit den ganzen Kindern an den Schulen, die 80% Migrationshintergrund haben, darüber muss man reden, und über die Schwarzafrikaner, die Drogen verkaufen. Und da war ich wirklich schockiert, weil das sind tatsächlich auch Leute, die eigentlich sozusagen von sich behaupten würden, sie wären sozusagen auf der richtigen Seite. Und ich glaube, dass es schon richtig ist, dass man auch da juristische Auseinandersetzungen führt, aber wir müssen uns gewahr werden darüber, dass wir in dieser Gesellschaft veritable Haltungsschäden haben. Ja, also wo wirklich grundlegende Fragen von, was ist eigentlich Demokratie, was steht eigentlich in diesem Grundgesetz drin, auf einmal sozusagen gefühlt zur Disposition stehen oder nicht mal verstanden wurden. Es gibt sozusagen Positionen, da muss ich den Leuten eigentlich nicht mehr erklären, dass das sozusagen keine legitime Position ist. Das sind Straftatbestände, das steht in unseren Gesetzen drin, da muss man nicht, da ist man auch nicht linksradikal sozusagen, wie das dann die AfD sagt, sondern wenn Menschen verhetzt werden, wenn es Rassismus gibt, wenn Menschen aufgrund von ihrer Herkunft, von ihrer Religion sozusagen diskriminiert werden, dann ist das ein Straftatbestand. Und ich bin irritiert sozusagen darüber, dass da so viel Diffusität, Unklarheit auf einmal sozusagen besteht, und frage mich offen sozusagen, wie wir diese Haltungsschäden in dieser Gesellschaft wieder korrigieren können. Thorsten, wie probiert ihr das in Leipzig, mit diesen Haltungsschäden umzugehen? Du hast jetzt mit viel Erfahrung mit rechten Auseinandersetzungen, hast du geschildert, in den 90ern war es eine physischere, jetzt ist es oft auch eine subtilere, auch eine auf sozusagen legalen, parlamentarischen Ebenen geführte. Was sind denn Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du denkst, ja, da kann man in gewisser Weise einen Umgang finden, da kann man so eine Art Gegenstrategie aufbauen? Das, was Harald sagte, ist vielleicht auch eine Erkenntnis, die man für sich verinnerlichen musste. Es ist schwierig oder es ist vielleicht auch wenig fruchtbringend, die Leute, die rechts wählen und auch tief verinnerlicht diese rechten und faschistischen, nationalistischen, völkischen Vorstellungen haben, die versuchen zu gewinnen oder zu überzeugen. Meine Erfahrung ist, in 80% der Fälle ist das Zeitverschwendung, weil das sind nicht Wählerinnen, die enttäuscht sind vom demokratischen Betrieb oder von den Eliten. Da sind ganz oft ganz klare rassistische, völkische, nationalistische Überzeugungen. Und das sind oft Menschen, auch die schon weit im Erwachsenenalter sind und sich sozusagen eine ganz, ganz feste Lebenseinstellung gebildet haben, die zu überzeugen davon, dass eine Gesellschaft, eine offene Gesellschaft, besser ist als die Gesellschaft, die sie sich erträumen. Das ist ganz oft, der Stein rollt immer wieder runter bei der Sisyphos-Arbeit. Wichtig ist tatsächlich, die Leute zu überzeugen, die sich sagen, die mit Unverständnis reagieren auf gerade jetzt zum Beispiel, habe ich das auch wieder erlebt bei den Black Lives Matter Diskussionen und Demonstrationen,
beziehungsweise bei den Diskussionen mit Menschen, die vielleicht nicht auf so eine Demo gehen und vielleicht nicht ein schwarzes Bild bei Facebook posten, sondern das eben erstaunt im Fernsehen sehen und denken, das ist ein Problem in Amerika. Und jetzt fangen plötzlich hier in Deutschland an, Leute zu sagen, auf dem Onkel Bens Originalzitat auf einem Familienfest vom Wochenende, jetzt wollen die den Neger von der Onkel Bens Packung runternehmen. Warum denn das? Soweit ist es schon. Wo man dann da sitzt und denkt, okay, wo fängt man an, das zu erklären? Ja? Also das ist eine Gewohnheit, die man, mit der man aufgewachsen ist. Auf der Onkel Bens Packung ist eben der Onkel Ben und der ist schwarz. Und das ist doch normal. Und warum ist das jetzt nicht mehr normal, dass da diese Abbildung drauf ist? Und dann die Diskussion zu gehen bei Leuten, die nicht per se sagen, ich bin Schwarze oder People of Color, die sind minderwertig, sondern die eben Probleme damit haben, dass sich die Welt ändert und weiterdreht und dass nicht alles, was wir gewohnt waren, als normal zu empfinden, richtig ist. Oder dass Menschen, die in zweiter, dritter Generation in Deutschland leben, ja auch als Deutsche zu bezeichnen, zu behandeln sind und dass es nicht normal ist, dass man jemanden, der in der Straßenbahn sitzt, immer gleich als marokkanischen Messerstecher ansieht, nur weil er eine andere Hautfarbe hat. Also da sozusagen Stereotype abzubauen, Gewohnheiten aufzubrechen, das ist auf alle Fälle, das ist viel, viel nutzbringender als zu versuchen, auf eine Pegida oder Demonstration zu gehen und dort Leute umzudrehen, sozusagen, zu überzeugen davon. Die Leute sind fest in ihrer Meinung. Es sind leider in Sachsen zum Beispiel, meiner Meinung nach, 15-20%, die eben genauso denken und ihr ganzes Leben so denken werden. Da kann man nur dafür sorgen, dass sie nicht die Macht bekommen, das umzusetzen, was sie sich vorstellen. Aber es gibt viele Menschen, die CDU wählen, die jetzt gibt es gerade auch wieder so Sachen wie diese Bewegung 2020, die auch in Leipzig jetzt wieder aktiv ist, wo man tatsächlich versuchen muss, ins Gespräch zu kommen. Ganz persönliches Beispiel wieder ein Fotograf, der lange Zeit bei uns im Konzerte fotografiert hat. Ein toller Fotograf, kommt auch aus dem Kulturbereich, hat lange im Kulturzentrum gearbeitet. Der verteilte letzte Woche Flyer für so eine Demo, weil er der Meinung war, Corona, das kann alles nicht stimmen und was ist jetzt, während doch hier, das habe ich alles schon erlebt in der DDR und jetzt darf ich plötzlich wieder mich frei bewegen, ich fühle mich eingegrenzt. Das ist alles schwierig. Und mit so einem Menschen rede ich tatsächlich, da versuche ich zu diskutieren, auch wenn auch das sehr ermüdend ist. Weil das natürlich nicht aus dem Kalten kommt. Da gibt es natürlich auch Sachen, die im Hintergrund sind. Aber da sage ich mir, da ist es wichtig, mit diesen Menschen zu reden, die einzuladen, auf die zuzugehen, das Gespräch zu suchen, auf das, was man, auf den vernünftigen Menschen, den man vielleicht seit 10 Jahren schon kennt, als vernünftigen Menschen, zu sagen, Mensch, was ist los? Warum? Du verstehst das nicht, was passiert. Aber das heißt noch nicht, dass alles falsch ist, was passiert, weil du es jetzt im Moment nicht verstehst. Und sich darauf zu konzentrieren, dafür Angebote zu machen, Veranstaltungen zu planen, nicht immer nur sozusagen mit den Leuten zu reden, die überzeugt sind von dem, was wir hier von uns gegenseitig erzählen, sondern da eben auch in diesen verunsicherten Menschen, und da rede ich jetzt nicht von besorgten Bürgern, die bezeichnen sich nur so, um sich zu tarnen, sondern Leute, die wirklich vielleicht verunsichert sind, weil sie Veränderungen, die passieren, nicht so schnell verstehen oder nicht so schnell dahinter steigen, die versuchen mitzunehmen und die eben dafür zu gewinnen, dass, wenn sie konservativ oder Werte beständig wählen wollen, dann meinetwegen die CDU, die FDP wählen oder überhaupt zur Wahl gehen, aber eben nicht ihr Kreuz bei der AfD machen oder bei der Bewegung 2020 oder solchen Sachen mitzulaufen, weil da sind sie falsch. Jetzt sind wir mitten im Punkt 3, die Gegenstrategien. Da will ich den Fokus nochmal ein bisschen aufziehen, um zu schauen, was für Erfahrungen gibt es im Ausland, in Nachbarländern, von denen wir was lernen können, Harald. Mit der Dramaturgischen Gesellschaft macht ihr Jahrestagungen, die auch solche Themen haben, wie natürlich Angriffe von rechts. 2018 in Greifswald war das euer Thema. Und es gibt ja viele Beispiele von Menschen, von Kulturschaffenden aus Polen, aus Ungarn auch, die da richtig schon sehr viel weitergehende und einschneidende Erfahrungen gemacht haben, als wir das hier vor Ort tun. Da gibt es solche Tatbestände sozusagen wie Verrat am Ungarntum, die dem Nationalintendanten des Nationaltheaters immerhin den Job gekostet haben, also die gelangt haben, um ihn da zu entfernen. Du hast da relativ viel Einblick in diese internationalen Ebenen. Gibt es da Dinge aus Ländern, wo das schon alles deutlich schlimmer entwickelt ist, die wir lernen können, wie dort die Kulturschaffenden sich versuchen zu wehren? Ja, also
sehr viele unterschiedliche. Zunächst mal, das muss man sich mal vor Augen holen, das Erste, was Viktor Orban gemacht hat, als er in Ungarn zum zweiten Mal dann gewählt worden ist, er hat den Leiter des Nationaltheaters entlassen, und das scheint einem ja nicht das zentrale Ding. Also warum haben Theater so eine Wichtigkeit für autoritäre, für Menschen, die sich aufmachen, autoritäre Regime zu etablieren oder in autoritären Regime. Kirill Benikow, Wladimir Putin, könnte das doch völlig egal sein, was im Gogol-Theater in Moskau passiert, das fast 300 Leute, aber gegen diese Theatermacher wird massiv vorgegangen. Ich weiß nicht, wie gut Sie das mitbekommen haben, aber der Mensch ist sehr lange unter Hausarrest gewesen, ist jetzt zu einer Bewährungsstrafe verknackt worden, wenn ich das richtig verstanden habe, hauptsächlich wegen seiner sexuellen Orientierung. Und es ist nicht wirklich zu erkennen, warum ein Staat sich so bedroht fühlt durch einen Künstler. In Ungarn ist es sehr erschreckend. Ich war auf Einladung der Böll-Stiftung übrigens vor drei Jahren in Ungarn, und die Theatermacher haben mir dort gesagt, an uns kann man nur noch lernen, wo es hinführen kann. Für uns ist es zu spät. Und was man sehen kann in Ungarn, ist wie in vielen anderen Ländern auch, dass das liberale Bürgertum in den Städten sitzt und dass sozusagen die Städte dann eben auch für die Regierung schwierig sind. Deshalb wird ja die Kulturförderung auch gerade umstrukturiert, damit der Staat dann direkten Zugriff auf die Kommunalpolitik bekommt. In Polen ist es noch sehr viel lebendiger, und da haben die dortigen Theatermacher sehr, sehr dringlich gesagt, es kommt darauf an, die Netzwerke rechtzeitig zu bilden. In Polen ist es auch wiederum so, dass die Städte, sozusagen der liberale Widerstand, möchte ich das nennen, in den Städten sitzt und dort aber die Kulturpolitik in ganz vielen Bereichen auch noch in den Städten entschieden wird und deshalb die Theater noch relativ unter liberalen Bedingungen produzieren können. Da ist es aber auch so, wenn es gibt eine sehr populäre Schauspielerin, die ein großer Fernsehstar ist mit einer sehr, sehr guten Serie, die hat dann in einem Theaterstück bei Oliver Friedrich mitgemacht, was sehr, sehr umstritten ist, wo es Aufmärsche und Fackelzüge und alles Mögliche gab von den Rechten, und die ist dann aus dieser Fernsehserie gekickt worden. Da hat ihre ganze Popularität sie nicht beschützen können. Und wichtig ist sozusagen, sich rechtzeitig dagegen zu wehren und nicht erst, wenn die Menschen an der Macht sind. Ganz technisch haben wir aus Brasilien den Erfahrungsbericht sehr früh bekommen, was für katastrophale Wirkung WhatsApp hat, und in der Folge dieses Wahlkampfes mit den Linien, die da verbreitet worden sind, ist ja auch die WhatsApp-Gruppengröße beschränkt worden. Aber das war eine große Forderung von liberalen Juristen, in dem Fall aus Brasilien, die gesagt haben, die Freiheit der Rede sozusagen, nicht die Freiheit der Rede muss beschränkt werden, aber es müssen Regeln für die Social Media entwickelt werden. Das war vor 2,5 Jahren. Beantwortet das einen Teil der Frage, oder? Ich habe verstanden, man muss wirklich rechtzeitig anfangen, Netzwerke zu bilden, um sich sozusagen zu wappnen. Was können solche Netzwerke leisten? Wie sieht eine gegenseitige Unterstützung aus? Oder könnt ihr jetzt auch zum Beispiel von der Dramaturgischen Gesellschaft, sitzt in Deutschland, könnt ihr da auch eine Unterstützung leisten? Oder ist es eher gerade schwierig, weil dann sozusagen ihr als ausländische Agenten bezeichnet werdet, deren Hilfe dann eher kontraproduktiv ist für den ihr helfen wollt? Naja, was wir machen können, ist, Künstler unterstützt man und den hilft man am besten, indem man ihnen die Möglichkeit zu arbeiten gibt. Und was passiert ist, wir haben vorhin über die Kürzung von Mitteln gesprochen. Das ist natürlich sozusagen das kalte Mittel der rechten Kulturpolitik. Es werden einfach Mittel weggenommen. Das passiert in Polen. Also bestimmte undiebsame Festivals werden einfach nicht mehr vom Staat gefördert, damit sind sie weg. Aber das musst du nicht kulturell begründen, du musst es nicht mit einer politischen Antwort, du kannst einfach sagen, dafür wollen wir das Geld nicht mehr ausgeben. Ich will das überhaupt nicht in eins setzen, aber das habe ich vor langer Zeit, als ich im Landesverband Freie Theater in Niedersachsen war, auch erlebt. Da gab es einen Regierungswechsel und auf einmal wurde dann darüber geredet, ob bestimmte Gelder in Glaskapellen gesteckt werden oder nicht. Das ist ja legitim. Dafür wählen wir Politiker, dass die entscheiden, wie die Gelder verwendet werden. Aber darüber werden natürlich solche Orte der Zivilgesellschaft einfach ausgehebelt. Das ist
du hast vorhin das Beispiel erzählt aus Döbeln, das sind genau die Versuche. Ich habe die Frage schon wieder vergessen. Wir sind bei Gegenstrategien und beziehen auch gleich uns alle mit ein. Carina, Stichwort Gegenstrategien, was fällt dir da auf, was sind erfolgreiche Modelle, die du benennen kannst, was sind Grundsätze? Ja, also in den letzten Jahren hat es glücklicherweise einen sehr regen Austausch über Best Practices gegeben, über wie geht man eigentlich mit diesen Angriffen um, und ich glaube, dass dieses ins Gespräch kommen miteinander innerhalb des Kulturbetriebes nicht nur sozusagen für die Auseinandersetzung mit der AfD geholfen hat, sondern alleine dieses miteinander in Diskussion kommen, sich kennenlernen sozusagen, ist sozusagen ein richtiger Schritt gewesen. Und was jetzt sozusagen meiner Meinung nach anstünde, wäre sozusagen als Schätzerin eines guten demokratischen Streits sozusagen miteinander tatsächlich auch mal in Konflikt zu gehen, sich zu fragen, was heißt das denn jetzt eigentlich, was soll denn eigentlich Neutralität bedeuten, ja, was heißt, wenn ich davon ausgehe, es ist oft sozusagen, dass mir das begegnet in verschiedenen Podien, dass dann gesagt wird, naja gut, aber die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei, jetzt müssen wir sie halt auch irgendwie einladen, naja, würde ich sagen, gut, das ist, macht sie noch nicht zu einer demokratischen Partei, und die NSDAP ist auch demokratisch gewählt worden, die hat sich nicht an die Macht geputscht sozusagen. Und sozusagen diese Auseinandersetzung auch innerhalb des Kulturbetriebs sozusagen zu führen, nachdem wir jetzt wissen über diese letzten zwei Jahre, drei Jahre Auseinandersetzung, welche Methoden wir eigentlich jetzt sozusagen kennen und gelernt haben, anwenden können, jetzt miteinander in die Diskussion zu kommen. Ich glaube, was noch wichtig ist, ist, einen konservativen oder rechten Deutschen ärgert ja nichts mehr, als sich eingestehen zu müssen, dass wir in einer Migrationsgesellschaft leben. Und sozusagen, das merken wir, das bringt die einfach komplett auf die Palme sozusagen, und das soll abgewehrt werden, das findet irgendwie nicht statt. Dabei ist, wir haben hier Migrationsgesellschaft, das haben wir schon sehr, sehr lange, das muss man sozusagen auch irgendwann mal sich eingestehen und das vielleicht auch anerkennen. Und ich glaube, für den Kulturbetrieb wäre wichtig, dass sich dieses Eingeständnis, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind, dass sich das auch sozusagen in den Institutionen widerspiegelt, dass sich das in den Intendanzen widerspiegelt, dass sich das in den Ensembles widerspiegelt, in der Dramaturgie widerspiegelt, etc., etc., dass da eben sozusagen eine andere Durchlässigkeit irgendwie ist. Tatsächlich bin ich häufiger auf solchen Podien eingeladen. Ich habe erst zweimal auf Podien gesprochen, auf denen nicht nur weiße Personen saßen. Das ist sozusagen immer noch ein Novum, und daran müssen wir arbeiten tatsächlich und uns mit dieser Frage sozusagen, was heißt eigentlich Migrationsgesellschaft, sozusagen auseinandersetzen. Dann, glaube ich, was noch wichtig ist, ist sozusagen sich vor Augen zu führen, was das eigentlich konkret bedeutet, in welcher Auseinandersetzung wir uns befinden, und sozusagen diese Diskursräume, diese Orte, in denen wir diesen demokratischen Streit, der so wichtig ist für uns, dass wir den sozusagen aufhalten, dass wir den schützen, weil sozusagen es wird viel orakelt darüber, was will die neue Rechte, was will die AfD. Wir müssen nicht so viel orakeln, wir können einfach mal reinhören, was Götz Kubitschek dazu sagt. Er sagt, Zitat, unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Diese Formel ist total zentral und ist eigentlich ein Auftrag an uns alle sozusagen, diese Diskursräume zu schützen, die nicht feilzugeben, die zu verteidigen sozusagen und offen zu halten und vor allen Dingen uns zu fragen, sozusagen, wenn wir sozusagen die neue Rechte dazu einladen, kommt, um diesen Diskursraum zu zerstören. Und es gelingt ihnen auch. Also wenn wir uns das zum Beispiel jetzt online angucken, was da passiert, da werden Menschen, die nicht weiß sind, Frauen, Linke, Transpersonen und so weiter, die werden mundtot gemacht, also konsequent sozusagen aus dem Diskurs verdrängt. Und wo kommen wir hin, wenn wir das zulassen sozusagen, dass Stück für Stück sozusagen durch diese rechten Angriffe diese Stimmen sozusagen mundtot gemacht werden. Und als letztes sozusagen als Strategie, und das ist nicht nur was für den Kulturbetrieb sozusagen, sondern ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ist immer sozusagen sich zu fragen, also anders gesagt, die neue Rechte hat im Prinzip keine einzige Antwort auf ein reales gesellschaftliches Problem anzubieten. Keine Antwort auf rassistische Gewalt, keine Antwort auf Armut, Gewalt an Frauen, Pflegenotstand, Klimawandel, die haben eigentlich sozusagen in diesem Repertoire nichts anzubieten. Und immer dann, wenn sozusagen wir versuchen und uns anstrengen, progressive Lösungen und Positionen zu entwickeln, dann sind das auch immer Momente, in denen wir die sozusagen
sozusagen im Diskurs auch ein Stück weit zurückdrängen, weil sie da auch nichts anzubieten haben. Und das ist unsere Aufgabe, progressive Lösungen für reale Probleme in dieser Gesellschaft zu finden, zu diskutieren sozusagen und dadurch auch so ein Stück weit die Rechte zurückzudrängen. Du hast angesprochen, dass im Kulturbetrieb sich auch viel stärker als es der Fall ist, Diversität spiegeln muss als Antwort auf diese rechten Angriffe. Die Frage an Thorsten und Harald, gleichzeitig in euren jeweiligen Kulturbereichen, wie seht ihr das? Ich würde mal anfangen mit dem Theaterbereich. Tanz ist relativ international aufgestellt in den Ensembles, Oper auch, Schauspiel. Nicht sehr. Auf der Intendantenebene ist genau eine Person of Color in Deutschland, glaube ich, die auf den Chefin-Sessel Platz nehmen dürfte. Also es ist ja, es gibt eine Intendantin in Deutschland, eine von, ich weiß nicht wie viel, 100. Julia Wissert. Genau, als Person of Color. Also ist es doch offenbar so, dass in euren eigenen Häusern ihr diesen Spiegel der Gesellschaft noch nicht wirklich hinkriegt. Also jetzt würde ich fragen wollen, wer ist ihr und für wen verhaftest du mich? Also ich stimme voll zu, das ist total notwendig. Das muss wie in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft mehr werden und wir müssen da natürlich ein leuchtendes Beispiel sein. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich finde die Berufung in Dortmund von Julia Wissert, da kann man nur jubeln. Man muss überhaupt sagen, dass in der Kulturpolitik in den letzten Monaten sehr viele sehr tolle Entscheidungen, sehr mutige Entscheidungen getroffen sind, die mich sehr beruhigt haben. Es ist nicht so lange her, da wurde Lilienthal in München gekippt und es wurde Terkon in der Volksbühne gekippt und zwar mit Argumenten, unabhängig wie man es künstlerisch bewertet, mit Argumenten, die durchaus fragwürdig sind, die schwierige Hintergründe hatten und da war nicht klar, wie die Folge kulturpolitischen Entscheidungen kommen werden. Jetzt haben wir bei das Barbara Hundl in München berufen worden ist, was sozusagen eine progressive Setzung ist, es hätte ja auch konservativer werden können. Wir haben erlebt, dass Florian Lutz, der in Halle von der AfD massiv bedrängt worden ist, in Kassel Generalintendant geworden ist, von einer wirklich fantastischen Kulturpolitikerin, in der hessischen Kulturministerin, die wirklich eine tolle Politik da macht. Florian Lutz ist eine absolute Opernavantgarde. Der hat sozusagen den klassischen Theaterraum aufgelöst, der hat das Orchester rund im Raum verteilt. Sie müssen erstmal das schaffen, ein Orchester dazu, nicht jedes Orchester lässt sich dazu bewegen. Den zum Leiter eines Staatstheaters zu machen, ist eine bewusste politische Setzung. Und da gibt es eine ganze Reihe von solchen Entscheidungen, auch die weibliche Doppelspitze in Marburg von derselben Kulturministerin und auch jetzt Simone Sterr, dass die nach Gießen kommt. Das sind alles, ich glaube, was die Kulturpolitik machen muss, ist gucken, wen sie in Entscheidungspositionen bringt. Und natürlich brauchen wir da viel, viel mehr People of Color. Natürlich brauchen wir da, wir brauchen auch übrigens viel mehr Menschen mit geistiger Behinderung in Positionen, wo sie nicht nur repräsentieren, wie das im Theater sozusagen in immer mehr Ensembles passiert, aber auch entscheiden dürfen. Also in Juries zum Beispiel. Genau, also wer entscheidet sozusagen, welche Programme gemacht werden dürfen? Und gleichzeitig muss man ja auch aufgucken, also ich glaube, man muss Menschen finden, an denen man innerlich und künstlerisch interessiert ist. Die Frage ist aber tatsächlich, wo sucht man überhaupt? Und da haben die Theater in der Tat viel nachzuholen, das würde ich schon sagen. Wenn man sich jetzt anguckt, ich wechsle ja nun gerade nach München, was wir da versuchen in verschiedenen Richtungen, wir sind am Beginn eines Weges, aber ich glaube, das eine oder andere davon, würde ich schon denken, kann was werden. So, das glaube ich schon. Aber das ist überhaupt nicht so, dass das in der Breite überall so ist und auch nicht so, dass das ein Konsens ist, diskursiv einigermaßen, aber wenn es konkret wird, gibt man sich sehr, sehr schnell zufrieden. Das gilt ja auch für andere Bereiche der Politiker, die behaupten, Racial Profiling sei kein Problem. Da weiß man überhaupt nicht, was man dazu sagen soll. Es gibt wahnsinnig viel zu tun und wir müssen es tun, ganz klar. So. Okay, wir müssen es tun. Ich glaube aber, weil du nach Gegenstrategien gefragt hast, was ich glaube, was auch wahnsinnig wichtig ist, Dinge beim Namen zu nennen. Du hast vorhin gesagt, natürlich ist Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft. Ich habe
Anfang der 2000er Jahre mal gelesen, Deutschland sei nicht nur ein Einwanderungsland, sondern das drittgrößte Einwanderungsland der Welt, damals vor den größten Flüchtlingskrisen. Wir haben aber Helmut Kohl gehabt, der gesagt hat, es ist aber kein Einwanderungsland. Bäh, Punkt. Und das hat über Jahrzehnte Debatten verhindert. Wir haben jetzt eine Situation, und das finde ich großartig. Ich finde es großartig, dass die ersten großen öffentlichen Versammlungen nach Corona Massendemonstrationen gegen Rassismus sind. Antirassistische Massendemonstrationen. Und das sind die Bilder, die bleiben. Und diese Bilder werden wirken. Wenn wir in 10 Jahren zurückgucken auf Corona, dann werden wir immer diese Bilder sehen, für wann die Menschen wieder auf die Straße gegangen sind. Und das hat eine langfristige Breitenwirkung. Das ist neu, was sich da artikuliert. Das ist die Wut von 25% der Menschen in Deutschland, die manchmal Menschen mit Migrationshintergrund genannt werden. Aladin El-Mafalani spricht von Deutschen mit internationaler Familiengeschichte. Das finde ich viel schöner. Und Max Scholleck sagt so provokant wie klug, Deutsche ohne Nazi-Hintergrund. 25% der Menschen, die hier leben, und da gibt es eine große, große Wut. Das haben wir nach Hanau gespürt. Die fühlen sich abgehängt, nicht gemeint. Und jemand Kluges hat kürzlich gesagt, das sind die besorgten Bürger, um die ich mir Gedanken mache. Weil die dürfen wir tatsächlich nicht verlieren. Ich habe was sehr Erschreckendes. Ich bin ja im Moment noch gerade in Gießen. Und Elif Özmen, die ist Professorin für praktische Philosophie in Gießen, die hat in einem Blog geschrieben, und zwar schon vor 1,5 Jahren, ich habe mit ihr studiert damals in Göttingen und habe das jetzt wiedergefunden. Sie hat geschrieben, eigentlich fand ich Deutschland immer ganz gut mit der ganzen Freiheitlichkeit, Demokratie und meinem kosmopolitisch mega anerkennungsvollen, neugierigen Akademia-Kulturumfeld. Außerdem ist das mein Heimatland. Dann aber kam Sarrazin, die AfD, der NSU-Prozess, die Flüchtlingskrise, die nicht länger schleichende Verrohung von dem, was gesagt, gefragt und getan werden darf. Und die Diagnose lautet, Migrationshintergrund ist unheilbar. Einmal Kanake, immer Kanake. Deswegen will ich mich auch nicht mehr dagegen wehren. Das sind die liberalen Kräfte dieser Gesellschaft, die wir wirklich einfach nicht verlieren dürfen. Und ich finde, in Strategien wichtig ist, Dinge beim Namen zu nennen. Natürlich ist Deutschland ein Einwanderungsland. Natürlich ist Höcke ein Faschist. Und seit gestern weiß auch dieser Staat, dass der Anschlag auf das Oktoberfest 1980 einen rechtsextremen Hintergrund hatte. Das ist gestern sozusagen offen. Das hat 40 Jahre gedauert. Dass das passiert, ist gut und wichtig. Ich habe vor ein paar Tagen mit der Jugend in München gesprochen, die jedes Jahr dieses Gedenken an das Oktoberfest-Attentat organisieren. Und die haben erzählt, erst seit 4 Jahren, seit den NSU-Prozessen, sickert überhaupt ins öffentliche Bewusstsein der Stadt, dass das ein rechtsextremes Attentat war. Und es war nicht irgendein Attentat, es war der größte Terrorakt in der Geschichte der Bundesrepublik. So rechtsextrem. Und wir haben jetzt, seit gestern sozusagen, das Verfahren ist wieder aufgenommen worden von dem Bundesanwalt, und der hat jetzt festgestellt, es war kein Einzeltäter. Das ist ja immer sozusagen die These, es ist ein Einzeltäter, der am Werk ist, das verhindert, dass wir uns die Netzwerke angucken, und es ist rechtsextrem. Indem das benannt wird, das hat ganz viele Folgen, dann kann man nämlich darauf reagieren, dann müssen die Sicherheitsbehörden sich darum kümmern, und auch die Opfer dieser Anschläge haben auf einmal ganz andere finanzielle Ansprüche. Das hat großartige Folgen, wenn das so benannt wird, die Dinge beim Namen zu nennen, das ist ein wichtiger Schritt, so mal als Gegenstrategie. Okay, die Dinge beim Namen nennen, das ist gleich auch unser Job hier gemeinsam. Es ist gleich Raum für Fragen, für Diskussion des Gesagten, der Ergebnisse. Thorsten, willst du vorher nochmal aus deiner Sicht sagen, wie der Kulturbetrieb sich selber auch ändern müsste, um sozusagen ein klares Signal gegen rechts zu setzen, auch in seiner eigenen Zusammensetzung? Ja, das ist tatsächlich so etwas, wo man sich auch klar machen kann, wie schwer manchmal so ein Prozess ist. Also Beispiel Moritzpastei, ich hatte es vorhin gesagt, die Moritzpastei gibt es fast so lange wie den Schmachthof in Bremen, also knapp 40 Jahre. Wir sind im festangestellten Bereich knapp 30 Personen und ca. 100 Leute, meistenteils Studentinnen, die so im Tresenbereich und im Gastrobereich arbeiten. Von den Leuten, die meistens dann so auf 450-Euro-Basis arbeiten, würde ich schätzen, sind 30% Menschen mit
internationale Familiengeschichte. Vielen Dank, das gefällt mir sehr gut. Oder ohne Nazi-Hintergrund. Das hoffe ich, das sind alle ohne Nazi-Hintergrund. Aber mit internationaler Familiengeschichte sind es ca. 30%. In den letzten Jahren hat sich das auch verstärkt, nach 2015, dass ich tatsächlich als ein einschneidendes Jahr bezeichnen würde, in meiner Erfahrung zumindest für den Teil des Landes, in dem ich lebe. Von den 30 Menschen, die im festangestellten Bereich arbeiten, ist der Anteil mit Menschen mit internationaler Familiengeschichte, wenn man jetzt nicht drei Generationen zurückgeht, auf Leute, die infolge des Krieges geflüchtet sind, bei null. Jetzt kann ich mich ganz persönlich fragen, also ich bin, gehe auf die 50 zu, arbeite fast 20 Jahre dort in dem Betrieb. Was macht man? Ja, also das ist natürlich auch ein ganz persönliches Dilemma. Ich sehe das ganz klar. Der erste Punkt ist, man möchte sich verjüngen, und der zweite Punkt ist, man möchte sich offen öffnen für die gesellschaftliche Veränderung, die stattfindet. Wie macht man das? Wie verändert man sozusagen so ein gewachsenes Team, auch was sich jetzt nicht über ein Theater mit jeder Intendanz ändert, sondern was eben tatsächlich über längere Zeiten so wirkt? Wie geht man da vor? Wie bringt man das hin, dass man eben Menschen mit internationaler Familiengeschichte, die nicht so lange in Leipzig leben, die vielleicht auch andere Lebensformen, wie auch in welcher Form auch immer, repräsentieren, sei das eben was Gesundheit, was sexuelle Orientierung, was auch immer darstellt. Wie macht man das? Ich weiß, dass ich habe mich damit noch nie beschäftigt, ganz ehrlich. Und ich kann nur sagen, das ist was ja, auch mich einfach vor Fragen stellt, aber ich weiß, und ich will darum auch nicht herumkommen. Ich will mich dem schon stellen, aber es ist nichts, wo man sagen kann, wir werden jetzt divers. So, los geht's. Ab morgen sind wir 30% nicht in die Mehrheitsgesellschaft, die hier den Laden schmeißen. Das ist ein Prozess, an dem sich zu stellen und dem sich zu öffnen, das ist der allererste Schritt. Und dann nicht immer auf die anderen zu zeigen und zu sagen, bei euch im Theater sind ja nur so wenige und bei uns immerhin im Barteam ein paar Leute. Das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen wohlfeil. Also da muss man sich sehr anstrengen und das muss man für sich selber annehmen, sozusagen, diesen Prozess, und zu sagen, es sollte vielleicht nicht die nächsten 40 Jahre genauso weitergehen. Da muss man irgendwas tun und dann muss ich bei mir auf irgendeine Art und Weise anfangen. Gleichzeitig würde ich aber sagen, weil du gesagt hast, muss der Kulturbetrieb sich ändern, um ein Signal gegen rechts zu setzen. Der Kulturbetrieb als solcher, um ein Signal gegen rechts zu setzen, muss sich nicht ändern. Im Gegenteil, die Kulturbetriebe sind die Speerspitzen der Signale gegen rechts. Also die vielen, die sich gegründet haben, also Solidaritätsverbünde, wo wir sagen sozusagen, wenn Paderborn unter Druck kommt, dann springt sofort der Bühnenverein, natürlich sofort, aber auch andere Theater springen den bei mit Expertise, aber auch mit öffentlichen Statements. Das ist ein riesen Verbund, der auch sehr wirkungsvoll ist und von der AfD ja auch attackiert wird, genau deswegen. Ich würde aber trotzdem die Frage gerne mal zurückspielen. Die Frage ist ja mal außerhalb des Systems, was müssen wir denn ändern als BürgerInnen dieses Landes? Und da würde ich ganz konkret sagen, Demokratie ist, wenn man es tut. Also gehen Sie zu Ihren Politikern, die Sie gewählt haben oder die für Sie als Repräsentanten gewählt worden sind. Gehen Sie zum Beispiel mal zu den Wahlkreisabgeordneten, den KandidatInnen für die CDU, die hier sind, und fragen Sie die mal, wie die das finden, wenn ein CSU-Minister sagt, wir brauchen keine Untersuchung zum Racial Profiling, weil was passiert ist, dass Sie mit denen ins Gespräch kommen. Und meine Erfahrung ist, dass alle PolitikerInnen auf allen Ebenen Bürgersprechstunden anbieten, zu denen kann man hingehen, mit denen kann man reden. Es stimmt nämlich nicht, dass die abgehoben sind und nicht erreichbar sind, sondern wir nutzen das nicht. Wir können da aber hingehen und dann passiert was. Dann unterhält man sich miteinander, man lernt sich kennen. Ich zum Beispiel hatte wunderbare Gespräche mit Hermann Gröhr, der die Älteren unter Ihnen werden sich noch erinnern, der war mal Generalsekretär der CDU und hat in einer, weil du hast vorhin so ein tolles Wort über Haltungsschäden gesprochen. Hermann Gröhr hat halt, und ich habe es Neues erlebt, wie der sich auf den Marktplatz gestellt hat und gegen rechts gewettert hat, übrigens gegen die Meinung der örtlichen CDU. Und das hat mich sehr beeindruckt. Sie werden mit den Menschen reden und sie werden, indem sie sie fragen, wie stehen sie zum Racial Profiling, finden sie nicht auch, da müsste man dringend was tun, weil alle, die davon betroffen sind, wirklich jede einzelne, die POC, die ich kenne, erzählt das. Wie kann das sein, dass da behauptet wird, das sei kein Problem, sehen Sie das auch so? Und wenn das ein
Bremen 50 Mal passiert in den nächsten 4 Wochen, dann erzeugen Sie eine Stimmung bei denjenigen, auf die es ankommt, da nämlich nicht nach rechts kippen. So, das wäre mal etwas Konkretes, was man machen kann. Man kann bei den Besetzungen von öffentlichen Stellen gucken, wie wird denn in der Stadt Bremen, wenn Stellen ausgeschrieben werden, wie werden die besetzt, was für antirassistische, antisexistische Maßnahmen werden überlegt, werden gefordert, werden überhaupt besprochen, wie ist das in den Betrieben, in denen Sie arbeiten, gehen Sie mal auf die Homepage, was für Menschen sind da mit Fotos abgebildet und was kann man daran verändern und verbessern. Das ist etwas, was wir alle tun müssen. Und das Tolle ist, wir können das tun. Und wenn wir das alle tun, dann verändert das auch was. Danke für den optimistischen Appell. Wir machen es jetzt so, wir haben ein Mikrofon, was ich glaube dort oben im Augenblick ist. Und das Licht wird ein bisschen heller, dass man sehen kann, wer denn sich jetzt beteiligen möchte. Ihr habt jetzt sozusagen eine Bestandsaufnahme gehört, den Versuch einer Analyse. Wir haben Gegenstrategien grundsätzlich und auch konkret diskutiert. Ist das, überzeugt das oder sind da viele Fragen offen? Welche Fragen wären das? Was für Meinungen gibt es dazu im Raum? Ja, da kommt das Mikrofon. Okay, dann stelle ich mich mal hin, ja. Also es war ja die Rede von den örtlichen Wahlkreisabgeordneten, ja. Ich bin Kirsten Bad-Gonter, ich bin die Bundestagsabgeordnete der Grünen hier für Bremen und auch Mitglied im Kulturausschuss. Also ich finde, das Entscheidende ist, also es ist eine super Diskussion, wirklich die Reihen zu schließen. Und da kommt es auch aufs Wording an. Und meiner Meinung nach ist die AfD keine konservative Partei. Die AfD ist eine destruktive Partei. Konservativ sein hat ja zumindest etwas mit Haltung und mit Werten zu tun. Und die AfD zerstört Grundwerte, die wir haben, zum Beispiel die unser Grundgesetz bedeuten. Und Hermann Grühe, der ja auch Gesundheitsminister mal war, im Übrigen ein sehr guter, das zum Beispiel ein CDU-Abgeordneter, der hat Haltung in den bioethischen Fragen, wo wir beispielsweise viel miteinander zusammenarbeiten. Und zum Thema AfD, glaube ich, muss man sehr genau gucken, wer macht wo was. Und in den einzelnen Gliederungen, auch in den Kommunen und in den Ländern, sind die relativ stark und sehr destruktiv. Im Bund ist Kollege Jongen beispielsweise aus meiner Sicht ein Scheinriese. Dem wird ja, dem eilt so der Ruf voraus, er sei irgendwie wunderbar klug, rhetorisch geschickt, brillant. Also ich kann sagen, ich kann das nicht erkennen, sondern wir erleben ihn im Gesundheitsausschuss als sehr blass im wahrsten Sinne des Wortes, nicht besonders eloquent, er liest dann so seine Statements ab und es kommt auch nichts irgendwie Überraschendes oder irgendwie Originelles. Also das ist so ein bisschen wie mit des Kaisers neuen Kleider, ja, also auch mal sagen, da ist nicht viel. Das heißt nicht, dass man es nicht ernst nehmen muss, aber auch nicht überblähen. Und das Dritte wäre, das zu tun, was hier heute auch passiert ist, nämlich sich nicht nur daran abarbeiten, sozusagen, wogegen wir die Reihen schließen wollen, sondern auch sagen, was machen wir. Und da geht es eben um Repräsentanz, da geht es um, auch um also POC und überhaupt Repräsentanz. Ich fand es sehr gut, auch das Beispiel mit den Menschen mit Behinderung. Aber es geht eben auch darum zu erkennen, dass es bei der Rechten, bei der neuen Rechten nicht nur um Rassismus und Ausgrenzung geht, sondern auch immer um Sexismus. Und auch den feministischen Diskurs voranzutreiben, glaube ich, ist eine Strategie gegen rechts und sich mehr zu vernetzen. Und das ist mein letzter Punkt, auch laut zu sein und einander zur Seite zu stehen, wenn man sieht, da wird jemand bedroht, weil die gehen ja mit Angst, ja? Und die vereinzeln Leute und sagen, hier, wir bedrohen dich. Und dann auch da die Reihen zu schließen, nicht nur gegen rechts, sondern auch miteinander und sagen, wir stehen zusammen und wir verteidigen einander. Das ist, glaube ich, auch noch eine sehr relevante Geschichte. Das war's. Ja, vielen Dank, Kirsten Kabat-Gonter. Gibt es noch weitere Menschen, die das Mikrofon wollen? Ach, und Max Trollig, wir sind desintegriert heute, vielleicht auch eine gute Sache.
Okay, ich würde sonst, wenn noch überlegt wird, was für Fragen im Raum stehen, nochmal kurz Harald dich fragen wollen. Du hast ja Papier geschrieben, das heißt die goldenen Zeiten. Damit meinst du, es seien goldene Zeiten eigentlich fürs Theater, weil genau die jetzt gebraucht würden als Diskursräume für Freiheit, für Ausprobieren, auch für Kontroversen aushalten. Und du beschreibst das sehr, sehr positiv, sozusagen über die Diversität, der es da trotzdem auch noch mangelt im Theater, haben wir schon gesprochen. Die andere Frage, die mir aufgefallen ist in deinem Papier, Goldener Zeiten, du schreibst, das Theater sei eine Schule der Offenheit und der Freiheit, angstfreier, spielerischer Begegnung. Da habe ich mich gefragt, ist Stadttheater wirklich so? Ist das nicht ein verdammt hierarchischer Betrieb? Bist nicht auch du irgendwann bald Generalintendant, was jetzt nicht gerade nach flachen Hierarchien klingt der Titel. Also erfüllt das Theater das wirklich so stark, wie du das da optimistisch ausdrückst? Oh Gott, das sind so viele verschiedene Diskussionen, die gleichzeitig jetzt laufen. Also der Artikel ist 2016 erschienen, eine Woche bevor Donald Trump gewählt wurde. Kurz zur historischen Einordnung muss man ja fast schon sagen. Ich habe geschrieben über das, was Theater als Veranstaltung sein kann und sein muss und als öffentlicher Ort der Versammlung, in dem eine Zivilgesellschaft sich über sich selbst verständigen kann. Und da halte ich Theater tatsächlich für zentrale Erfahrungsräume der Demokratie, und das sieht man vor allem am deutlichsten an den Reaktionen autoritärer Macht Menschen im Umgang mit den Theatern, also in Polen, in Ungarn, in Russland. Die gehen sehr, sehr gezielt und sehr schnell, und die AfD hier ja auch, gegen die Theater vor, weil die wissen, dass das Kristallisationspunkte sind, die unkontrollierbar sind, wo Dinge passieren und Dynamiken entstehen. Esgerta Martinja hat mal bei einer Tagung der Dramaturgischen Gesellschaft beschrieben, wie die Solidarność-Bewegung ihren Anfang genommen hat, 10 Jahre vorher, in den freien Theatern des Landes sozusagen. Also das, was da passiert, einfach weil die Leute im Raum sind, nicht und reagieren auf etwas, was sie sehen. Das ist ja auch nicht nur das Ostermeier-Gastspiel in China, der Volksfeind, was sozusagen eingeladen wurde und nach der Reaktion der ersten Aufführung gecuttet wurde, weil es nicht zu kontrollieren war. Das ist das Potenzial und die Gefährlichkeit von Theater. Und ich glaube, es ist total wichtig, und das war damals der Anlass, das zu schreiben, dass nicht mehr nur die Gegner einer freiheitlichen Gesellschaft das begreifen, sondern auch die Protagonisten, also die politischen Vertreter. Weil zu der Zeit haben wir noch einen sehr starken Abwehrkampf um öffentliche Gelder geführt, und wir haben gesagt, Entschuldigung, wir sind eure natürlichen Verbündeten gegen den rechten Scheiß, der da hochkommt, wann begreift ihr das? Aber ihr müsst uns auch dann unterstützen. Und das hat relativ viel ausgelöst. Das andere, was du ansprichst, ist eine Strukturdebatte, die ich notwendig, aber wenig interessant finde, sozusagen, also jetzt für diesen Kontext, also gibt es schwierige Machtstrukturen in Theatern? Ja, muss da ganz viel passieren? Unbedingt. Haben wir einen Bühnenverein mit einem sehr, sehr wachen Führungsstil, also Ulrich Kuhn, Marco Montagna, Hasko Weber, die da wahnsinnig viel anschieben? Ja. Sind deshalb alle Theater in der Breite bereit, das sofort mitzugehen? Nein, manche nur sehr zähneknirschend. Aber dann müssen sie halt mit den Zähnen knirschen, und da passiert auch viel. Das gehört nicht viel vorher zu sagen, dass sich da auch Dinge wirklich ändern und bestimmte Dinge nicht mehr möglich sein werden in Zukunft, die in der Vergangenheit möglich waren. Aber das wiederum hängt daran, und deshalb finde ich diese Entscheidung in Hessen so toll, dass das war von den Haltungsschäden. Man muss Menschen mit Haltung in die Position bringen, die Dinge zu entscheiden. Weil wen wir in die Intendanzen bringen, bestimmt, wie das Klima an den Häusern ist und wie die Menschen sich öffentlich positionieren. Und ich finde, bei der Auswahl von Intendantinnen und Intendanten müssen diese
diese Dinge angesprochen werden. Und es muss zum Beispiel angesprochen werden, wie sind Sie in der Corona-Zeit umgegangen mit den Menschen, die nicht fest bei Ihnen am Haus waren? Haben Sie die freien Künstler, haben Sie denen gesagt, ja sorry, jetzt wird halt wieder nicht statt? Oder haben Sie dafür gesorgt, dass die trotzdem ihr Geld bekommen haben? Da gibt es nämlich sehr, sehr große Unterschiede in der Handhabung. Und ich finde, sowas muss ein Kriterium sein, wenn jemand dann an ein größeres Haus will. Ich finde, es muss ein Kriterium sein, wie sich Florian Lutz zum Beispiel in Halle verhalten hat gegenüber der AfD. Und der hat nicht zurückgesteckt. Und das sind Prozesse, die geführt werden, die auch sehr, sehr breit diskutiert werden. Und dass es in dieser Breite diskutiert wird, zeigt ja auch, dass sich da was ändert. Sicherlich nicht schnell genug. Aber bestimmte Modelle überleben sich. Es gibt ja immer, Simone Stern tritt jetzt in Gießen auch mit einer Doppelspitze an. Die hat sich zu zweit beworben. Also sozusagen das Alleinherrschermodell ist nicht erledigt, aber es nimmt ab, weil es sowieso eine Teamarbeit ist. Ich weiß aber nicht, ob eine Theaterstrukturdebatte hier heute... Nee, das machen wir jetzt nicht. Das war so mal eine Zwischenfrage, um euch noch eine Gelegenheit zu geben. Es gibt Fragen, die können wir gleich dran nehmen. Und das ist mal ein Appell gemacht für das Theater als Institution mit Hierarchiehintergrund. Nehmen wir es mal vorsichtig. Jetzt hier vorne, bitte. Ja, ich möchte tatsächlich auch diese Theaterstrukturdebatte nicht eröffnen an dieser Stelle, aber trotzdem möchte ich nochmal anschließen an das, was du gesagt hast, Henning, Intendanzmodell beispielsweise. Also grundsätzlich finde ich dieses Narrativ auf der einen Seite der Kulturbetrieb, auf der anderen Seite die Rechten, die diesen Kulturbetrieb attackieren, dieses Narrativ finde ich etwas zu simpel. Und ich denke, dass die Situation auch in den Kulturbetrieben deutlich ambivalenter und viel komplexer ist. Und ich glaube, dass man diese Komplexität auch innerhalb der Kulturbetriebe wahrnehmen muss. Also es gibt auch innerhalb der Kulturbetriebe, innerhalb des Theaters, jemanden wie Albis Hermanis beispielsweise, nur ein Beispiel zu nennen, Hamburger Thalia Theater. Es gibt auch, gab über Jahrzehnte am Theater, auch in Bremen, einen Regisseur im Tanztheater, der aus einem Antisemitismus überhaupt gar kein Hehl gemacht hat. Es gibt auch einen Uwe Telkamp zum Beispiel im Kulturbetrieb, der AfD-nahe Positionen vertritt. Aber man muss auch auf der anderen Seite sehen, dass es natürlich auch eine Verankerung deutscher Kulturinstitutionen in einer deutschen Tradition gibt, und zwar in einer sehr unsinnigen. Das deutsche Stadttheatersystem ist nicht nur ein Resultat des Deutschlands der Dichter und Denker, es ist auch ein Resultat des Deutschlands der Richter und Henker. Das deutsche Stadttheatersystem, so wie es heute besteht, wäre ohne den Nationalsozialismus nicht denkbar. Und hier möchte ich an den Intendanzbegriff nochmal anschließen. Es gibt einen ganz schönen Aufsatz von dem Theaterwissenschaftler Christopher Bahn, der sehr eindringlich beleuchtet, dass das Intendanzmodell ein Modell ist, das auf der charismatischen Herrschaft beruht, auf dem charismatischen Herrschaftsmodell. Und auch das hat eine nationalsozialistische Implikation. Und ich denke, diese Dinge, die muss man wahrnehmen, die muss man sehen. Wir haben auch im Kulturbetrieb, nach wie vor im Theaterbetrieb, eine ganz ungebrochene Wagner-Verehrung. Wagner steht auf den Spielplänen der deutschen Stadttheater, Staatstheater, der Landesbühnen. Und der Antisemitismus von Wagner ist ja nun weitlich bekannt. Also all diese Dinge, finde ich, muss man wahrnehmen, man muss sie reflektieren. Und man kann nicht einfach nur sagen, die deutschen Kulturbetriebe, die deutschen Theaterbetriebe wären die Speerspitze gegen rechts. Es gibt da auch viel aufzuarbeiten und es gibt sehr viel strukturell zu ändern, wenn man tatsächlich diesen Anspruch für sich wahrmachen möchte. Vielen Dank dafür. Ich denke, ein Mehrwert des Abends ist schon auch die kritische Selbstbefragung der Kulturbetriebe, eben nicht nur in der Opposition Rechts und Kultur. Das finde ich sehr gut, dass wir das sozusagen uns da auch selber nicht schonen, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen den Charakter einer Theaterdebatte hat. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Harald, willst du auch noch kurz reagieren? Also natürlich, das ist das ist natürlich sozusagen, ich packe da sehr viel in eins, aber strukturell ist es natürlich trotzdem so, wir können Kunst gar nicht machen, ohne offen zu sein für Begegnungen mit anderen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir neugierig Neuem begegnen. Das ist sozusagen das, was das Wesen dessen, was wir da treiben im Theater, ausmacht. Das gibt natürlich, wäre ja absurd, irgendwas anderes zu behaupten. Natürlich gibt es sehr unterschiedliche Menschen, die sehr unterschiedliche Standpunkte haben und Agenden verfolgen. Das ist alles unbenommen. Und trotzdem ist das strukturell so, dass wir ja vom Austausch leben. Das macht uns zum natürlichen Feind all derjenigen, die Reinheit des eigenen, was auch immer, suchen und propagieren. Das, was wir tun, lässt sich nicht national denken. Das betreibt, also ich zumindest kann es nicht national denken. Die AfD kann das ja offenbar, aber da
habe ich viele Fragen dran. Ich verstehe gar nicht, was das sein soll also, und warum man das betreiben würde. Das heißt nicht, dass es nicht all diese anderen Dinge auch gibt. Aber in der Struktur dessen, was wir da machen, ist es ein prinzipiell ein Raum der Unkontrollierbarkeit, an manchen Stadttheatern mehr als an anderen und in manchen freien Theatern noch viel mehr als an manchen Stadttheatern, das ist alles unbenommen. Und trotzdem ist der Raum potenziell gefährlich für alle autoritären Bestrebungen, das würde ich schon behaupten. Also gucken wir doch mal nach Karlsruhe, also was sagen wir? Wir müssen das Mikrofon nehmen, denn wir sind on air, um das noch mal zu erinnern. Halb Bremen und ganz Niedersachsen hören mit, Radio Weser. Ich würde das gerne. Wir machen jetzt, glaube ich, einen Haken hinter die Theaterdiskussion an der Stelle. Das haben wir jetzt gut angerissen. Vielen Dank dafür. Jürgen meldet sich. Und dann kommen wir nochmal hier aufs Podium zurück. Also, ja, wir brauchen natürlich auch eine linke Vernetzung der Kultur, auch in Bremen. Ich möchte jetzt leider jetzt die Corona-Zeit ansprechen. Da sind viele, die linke Kulturen machen und sehr auch vernetzt sind, Musikinitiative Bremen, aber auch andere Kulturgruppen, die wirklich sehr viel auch Kultur machen hier in Bremen. Viele gehen jetzt pleite. Und da ist für mich die Forderung, auch die Leute auch zu fördern, auch linke auch Gruppen, Basisgruppen zu fördern, nicht nur Profis, die sowieso bekannt sind, sondern auch linke Basisgruppen, Theatergruppen, Musikgruppen und auch natürlich Schlagzeuge und was es alles für Gruppen gibt, die müssen viel mehr hier in Bremen gefördert werden und das wäre mein Wunsch, dass die natürlich auch, dass das auch unsere Forderung sein muss, um der AfD das Wasser abzugraben. Okay, danke Jürgen. Karina, du hast gezuckt. Ja, ich habe gezuckt, weil natürlich sozusagen haben wir es nicht mit sozusagen einem homogenen Gebilde zu tun. Aber es ist, glaube ich, auch eine Illusion, sich vorzumachen, dass sozusagen das, was unter Kunst und Kultur läuft, sozusagen per se demokratisch wäre. Ne? Und dass man sozusagen per se irgendwie schon irgendwie auf der richtigen Seite sozusagen ist. Ja? Also 2016 sind Ernst Jüngers Stahlgewitter sind neu inszeniert worden. Da gab es Neuauflagen noch und nöcher. Das junge Format vom Spiegel Bento hat sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, was wäre, wenn Ernst Jünger bei Bento gewesen wäre und eine Apologie, also apologetisiert ohne Ende sozusagen. Die zahlreichen Wagner-Inszenierungen, die gibt es. Und es gibt sozusagen auch ein Problem im Journalismus, weil ich ehrlich gesagt müde geworden bin über diese ständigen Reportagen über Götz Kubitschek, der auf seinem Rittergut irgendwie auch so ein bisschen gruselig fast sozusagen anmutet, seine Ziegen streichelt, was es halt in hundertfacher Form sozusagen gegeben hat letztlich und immer nur dazu beigetragen hat, dass das Bild, was er sozusagen von sich haben will, diese Idolisierung sozusagen von diesen Figuren, die hat das sozusagen bestärkt und ständig sozusagen ist man über jedes Stöckchen gesprungen, das man hingehalten bekommen hat. Jeder Tabubruch sozusagen der AfD ist kalkuliert. Sozusagen, sie wissen ganz genau sozusagen, wie sie damit spielen müssen. Und deswegen finde ich das schon richtig und komme jetzt vom Journalismus sozusagen wieder zu uns, dass wir uns damit auseinandersetzen, an welcher Stelle sozusagen ist das, oder spielen wir da drin auch eine Rolle? An welcher Stelle sind wir vielleicht auch sozusagen Steigbügel oder an welcher Stelle sind wir Brückenbauer in dem, was wir machen? Und da müssen wir uns sozusagen schon mit unserem eigenen Metier miteinander auseinandersetzen. Das meine ich, wenn ich sage, es war richtig, sozusagen sich 2 Jahre Gegenstrategien gegen die AfD auszudenken. Und jetzt muss es wirklich darauf ankommen, auch innerhalb des Bereichs miteinander in Streit zu kommen. Keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ich meine, eine Tatsache, dass es diesen Diskursraum gibt, ist, das stellt ihn als Raum für ein demokratisches Selbstverständigungsprozess zur Verfügung. Das ist meine Behauptung. Nicht, dass in jedem Theater die Leute sich gut verhalten oder kluge Sachen damit anstellen, die nicht auch gefährlich sein können. Okay, ich wollte, wenn ich noch ganz kurz nochmal
die Diskussion vielleicht auch noch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe selber drei Kinder, die gerade so im Alter 15, 17 sind und kriege so ein bisschen mit, was so in der, dadurch ein bisschen mit, was sozusagen die Interessenlagen sind in dem jugendlichen Bereich. Und vielleicht auch immer diese Theaterdiskussion, die jetzt so ein bisschen mal so ein bisschen aufzubrechen. Was meine Kinder und die meisten von ihren Schulkameradinnen und Kameraden sich anschauen auf YouTube zum Beispiel oder womit sie ihre Kultur, was sie unter Kultur verstehen, sind meistens nicht Theatervorstellungen, sondern sind oft andere Sachen. Und da ich denke, dass es auch ein Generationsthema ist. Ich sehe das eben, ich sehe es auch in der Moritz-Bastei, ich sehe, wenn ich ins Theater gehe oder wenn ich ins klassische Konzert gehe, wie da die Altersstruktur ist und was da auch für Diskussionen aufkommen. Und auch nochmal, um die zu sagen, wie können wir innerhalb des Kulturbetriebs uns breiter aufstellen. Ich habe vorhin gerade mit einer Kollegin telefoniert, die ein Kabarett in Leipzig leitet. Da ist schon die nächste Diskussion, ist das noch Theater? Und sie sagt, unser Publikum ist im Schnitt eben auch relativ alt und im Kulturbegriff eher ein bisschen nicht so avantgardistisch. Und da gibt es dann solche Diskussionen, gerade im Kabarett, um Personen wie zum Beispiel Uwe Steinle, der ja auch bundesweit bekannt geworden ist für seine Reportagen, die im MDR hat zum Beispiel. Und da gab es dann in Leipzig diese öffentliche Diskussion darüber, oder in Sachsen die öffentliche Diskussion, kann der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, jemanden wie Uwe Steinle, der dort eine Sendung hatte, wo er durchs Land fuhr und die Heimatkultur vorstellte und sehr viele Klischees und Vorurteile über Geflüchtete zum Beispiel produzierte zur besten Sendezeit vor großem Publikum. Und soll der weiter ein Podium bekommen. Fernsehen ist auch ein Kulturmedium. Und diese Diskussion, der MDR hat sich sehr lange gewunden, weil natürlich auch das Publikum, das Durchschnittsalter des Publikums beim MDR ist über 60, hat sich sehr gewunden, so ein Zugpferd aus dem Programm zu nehmen. Sie haben es am Ende getan, weil der öffentliche Druck zu groß war. Und Uwe Steinle ist jetzt sozusagen das Maskottchen eben dieser Protestbewegung, dieser rechten Protestbewegung und tritt auf vielen solchen Sachen auf, als Erich Honecker verkleidet und lästert über die Corona-Diktatur und bezeichnet eben Angela Merkel, die hat den Sozialismus wieder eingeführt in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist absurd. Aber solche Leute sind eben auch auf den Kabarettbühnen zum Beispiel zugange, nicht so scharf vielleicht wie Uwe Steinle, aber es geht oft in diese Richtung. Es wird sich über die Politik von der Bund, also über Eliten lustig gemacht, diese Elitenfeindlichkeit zum Beispiel, über Dinge, die eben nicht verstanden werden, was kulturell anders passiert, als es vor 20, 30 Jahren gewesen war. Und da in den Diskurs zu gehen, eben auch mit Leuten, die eben nicht am Stadttheater und die nicht den ganzen Tag nur Shakespeare inszenieren, sondern die zum Beispiel, um noch weiter nach unten zu gehen und da auch darauf einzugehen, was hier aus dem Publikum kam, in die Bereiche, wo es um Jugendkultur geht, wo es um Subkultur im weitesten Sinne geht, da präsent zu sein und da auch sich damit zu beschäftigen, dass dort eben aus Unzufriedenheit nicht neue rechte Nachwuchs sich rekrutiert. Und da komme ich wieder zurück zu meinen Kindern. Kommunalwahlen und Stadtratswahlen in Leipzig, da wurde auch immer in den Schulen gewählt, da gab es also eine Jugendwahl und wo dann eben an der Schule meiner Kinder das Gute, sozusagen die beiden Seiten sind, Grüne, Linke hatten sehr große Mehrheit, wurden gewählt, die SPD nicht so sehr, CDU fast überhaupt nicht, aber auch unter den Gymnasiasten an der Schule meiner Kinder haben fast 20% Kreuz bei der AfD gemacht. Und da, glaube ich, ist viel zu tun und gibt es viele Aufgaben eben auch für Kultur und weit über Theater hinaus, da aktiv zu werden und zu schauen, dass da nicht sozusagen die nächste Generation nachwächst, weil die Identitären zum Beispiel machen sehr geschickte und auch sehr schick aussehende Angebote, gerade eben für die Generation YouTube zum Beispiel. Wenn diese Jugendlichen, die das Kreuz bei der AfD gemacht haben, beim Schultheaterfestival in Dresden gewesen wären und von den Pegida-Leuten angegriffen worden wären, wie es passiert ist, dann hätten sie natürlich auch eine andere Erfahrung gemacht. Also auch da gibt es ja leider sehr handfeste Auseinandersetzungen. Wir kommen jetzt zum Schluss. Letzte Gelegenheit noch hier, sich zu Wort zu melden. Auch es geht auf das Podium. Wollt ihr kurze Schlussstatements abgeben? Carina und Harald nochmal, sonst waren aber die Appelle auch schon deutlich vernehmbar. Die Gelegenheit besteht.
Mikrofon ist noch offen. Sonst würde ich sagen, wir sind ein gutes Stück Strecke gegangen, auch zu kontroversen Fragen. Das finde ich wichtig, sonst wäre es ein bisschen redundant. Ich mache noch einen kleinen Hinweis. Die mobile Beratungsstelle gegen rechts hat auch eine große Handreichung geschrieben über den sogenannten Kulturkampf und auch eine Extra-Ausgabe zum Bereich der Angriffe auf Gedenkstätten und Museen, was ja nun ein Bereich ist, den wir heute hier nicht vertreten haben, auch nicht angesprochen haben, aber der natürlich einer ist, wo die Rechten auf besonders perfide Art versuchen, das zu unterminieren, die Gedenkkultur, sie zu diffamieren. Es gibt ein Video der Veranstaltung, das wird auf der Homepage unserer Stiftung zu sehen sein, böll-bremen.de, www.böll-bremen.de. Ich bedanke mich bei Radio WeserTV, dass wir immer noch on air sind, obwohl wir eigentlich ein bisschen überzogen haben. Wir hier physisch müssen die Pfeile beachten, die da unten sind. Also unsere Bewegungsfreiheit ist in der Demokratie eingeschränkt. Wir dürfen nur noch diesen Pfeilen folgen, um jetzt hier dann erst rechts und links rauszugehen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass ihr so weit angereist seid. Harald Wolf aus Gießen, Thorsten Reitl aus Leipzig und Carina Burg aus Hamburg. Dankeschön.